Ihr fragt euch vielleicht, was habe ich in einer BachTV-Sendung vor dem Gebäude des Süddeutschen Rundfunks zu suchen? Sehr viel kann ich dazu nur sagen. Unsere dritte BachTV-Sendung kommt nämlich aus dem SDR-Studio in Mannheim. Doch nicht nur der Drehort ist perfekt. Auch unsere Beiträge können sich sehen lassen. Die handeln nämlich von NTV, Ulrich Meier Einspruch, RNF Live, Roger Willemsen, Canale Grande, Frankfurter Flughafen. An innerschulischen Berichten haben wir Folgendes anzubieten. Zirkus AG, Chess-Tanz AG, Italienaustausch, Schulfest, Abiball. Und vieles mehr natürlich in den BachTV-News. Ich will jedoch nicht zu viel verraten. Welche interessanten Studiogäste wir in der Sendung haben und was für Show-Einlagen, das erfahrt ihr gleich. Zuerst müssen wir doch zuerst noch unsere Sendung finanzieren. Mit dem Namen Bach verbinde ich ausschließlich Bach TV und das begrüße ich sehr und ich freue mich auf diesem Wege, alle seine Zuschauer herzlich zu grüßen. Herein! Na kommen Sie, kommen Sie! Hi, ich bin Eddie. So. Ich habe gehört, dass Sie einen guten Mann suchen. Die Suche ist vorbei. Sie können Eddie haben. Für schlappe 5000 Mark. Das wären genau 5000 Mark zu viel. Herein! Meine Güte, bin ich froh, dass ich endlich hier bin. Sitze ich doch vorhin bei meinem Friseur, als ich Ihre Anzeige in der Zeitung lese. Ich sagte noch zu Giorgio, meinem Friseur. Giorgio, sagte ich. Ich schaffe immerhin 20 Anschläge pro Minute. Aber soll ich mir ernsthaft meine schönen Fingernägel an einer Schreibmaschine ruinieren? Bei uns ganz sicher nicht. Ja. Guten Tag, sehr geehrter Generaldirektor. Ich bin überglücklich, dass Sie Ihre wertvolle Zeit opfern, um meine Bewerbung entgegenzunehmen. Ich habe hier alle notwendigen Unterlagen mitgebracht und möchte Sie jetzt unterdings bitten, sie zur Kenntnis zu nehmen. Wissen Sie was, junger Mann, kriechen Sie doch mal bei der Konkurrenz vorbei. Jawohl. Wie man sich richtig bewirbt, steht im kostenlosen Startservice der Sparkasse. Hallo, ich bin die Sonja Giese, ich bin 21 und ich grüße alle Zuschauer vom Bach-Gymnasium. Ich war jetzt Playmate im September. Nehme an der Wahl teil, an der Playmate-Wahl des Jahres 93. Und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann. Also, ciao! Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Bach TV, dem Schulfernsehen am Johann Sebastian Bach Gymnasium. Heute sind wir nicht etwa im Elternsprechzimmer oder im großen Musiksaal des Johann Sebastian Bach Gymnasiums. Nein, heute sind wir hier im Mannheimer Studio des Süddeutschen Rundfunks, der uns freundlicherweise dieses Studio zur Verfügung gestellt hat. Wie man am Applaus erkennen kann, haben wir heute auch eine Menge Zuschauer hier. Weiterhin ist die Sendung live on tape, was die Zuschauer zu Hause am Bildschirm sogar wörtlich nehmen können. Ein Jahr ist vergangen, seitdem die zweite Ausgabe erschien und viel ist passiert. Wir können einerseits stolz verkünden, dass wir dennoch alle unsere zweiten Ausgaben verkaufen konnten, obwohl uns die fernsehfeindliche Deutschlehrerin Frau Jutta Schuld daran zu hindern versuchte. Sie wird übrigens diejenige sein, die im nächsten Schulbericht einen Artikel bei uns verfassen wird. Da haben wir bestimmt einen Artikel der objektivsten Objektivität zu erwarten. Andererseits hatten wir genügend Zeit, ein paar Reisen zu unternehmen. Wir waren in Berlin und in Hamburg und haben dort einige Berichte für euch zusammengestellt. In Berlin finden wir den Nachrichtensender NTV und die Sat.1-Sendung Ulrich Meier Einspruch. In Hamburg Canale Grande und Roger Willemsen, das Fernsehgespräch. Heute kommt die dritte Ausgabe von Bach TV, dem Schulfernsehen am Johann Sebastian Bach Gymnasium in Mannheim, auf den Markt. Außer innerschulischen Themen befasst sie sich heute oder diesmal mit Berichten über das Medium Fernsehen. Diesmal zeigen die sechs Schüler Berichte über die Sat.1-Sendung Ulrich Meier Einspruch, die RTL-Nachrichten, das Rhein-Neckar-Fernsehen und natürlich über NTV, den einzigen deutschen Nachrichtensender. Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Redakteur und Moderator bei NTV und wünsche euch und Ihnen in den kommenden Minuten viel Spaß. Das war Lars Brandau, unter anderem Moderator von NTV, der sich freundlicherweise bereit erklärte, diese Moderation zu halten.
Er sprach jedoch einen Beitrag an, den wir gar nicht senden wollen. Begründung folgt. Wir waren nämlich beim Fernsehsender RTL in Köln, als wir den Bericht über Stern-TV machten und haben dort einige Aufnahmen von der Nachrichtenredaktion gemacht. Leider haben wir doch in Longplay gedreht, das heißt, die Aufnahmen sind qualitativ schlecht. Da die Aufnahmen außerdem schon ziemlich alt sind, halt Februar 93, und mittlerweile viele andere Gesichter bei RTL arbeiten, man denke nur an das Nachtjournal, haben wir uns entschlossen, nur ein paar Ausschnitte jetzt zu zeigen. Laut Liste sieht man nur den Schnittplatz, den Satellitenempfangsraum, das Studio, die Maske und die Nachrichtenredaktion. Hat alles ziemlich interessant. Zur Auflockerung haben wir noch ein paar Statements. Urlaub eigentlich nur Sarajevo. Nein, aber wenn dann irgendwo ganz in Ruhe, schön, ohne irgendwelchen Trouble und ohne irgendwie 1000 Touristen am Strand und ohne Wettrennen um die beste Liga und so. Also etwas ruhiger schon. Skifahren gerne. Du bist ja so blöd. Herr Klöppel ist blöd. Es wird verkauft, Heike. Ja, ist doch für die Wahrheit. Red doch, red dich nicht im Kopf und Kragen. Jetzt hat er böse geguckt. Zurück im Studio. Das waren natürlich nicht alle Programmpunkte, die ich bis jetzt gesagt habe. Bericht über den deutsch-italienischen Schüleraustausch, die Zirkus-AG, die Chess-Tanz-AG, das Schulfest und den Abiball dürfen natürlich nicht fehlen und ebenso wenig unsere Studiogäste. Wir haben bei Bach TV 2 eine Zuschauerumfrage gemacht, indem wir jeder Kassette einen Umfragebogen beigelegt haben. Unter anderem fragten wir auch, welchen Lehrer sollten wir denn interviewen? Hier sind die Ergebnisse. Auf Platz 10... Frau Klein mit 4%. Platz 9 belegt Frau Flachs mit ebenso 4%, eigentlich der gleiche Platz. 8 Frau Bayer, der Sohn ist glaube ich da, ne? Mhm. Frau Völz hat das Doppelte schon, 8%. Frau Böhler-Ehmann immerhin 8. Oder doch 8. Frau Hausen auch 8. Langsam steigern sich die Prozentzahlen, Herr Kulig 12. Wer gewinnt? Herr Fritsch 13. Herr Otterhall 19. Herr Peschke, 20%. Ja, wir haben bestimmt 10 Lehrer fragen müssen, bis endlich 2 zugesagt haben. Die anderen wollten einfach nicht. Als Studiogäste haben wir nun zum Ersten den Lehrer, den man auch hört, wenn man ihn gar nicht hat. Nämlich, wenn man im Nachbarzimmer sitzt, Herr Dr. Harald Müller. Und den Italien-Freak. Doktor, Karl-Heinz Poisel, der ist jedoch noch nicht da, wird bestimmt jede Sekunde eintreffen. Da unsere heutige Sendung wohl ziemlich lange dauern wird, haben wir noch ein paar Auflockerungsaktionen eingebaut. So wie zum Beispiel die Chess-Tanz AG auftreten, eine Bauchtanzgruppe und der Tanzstar Massimo Sinato mit Milena Meyer. Massimo Sinato ist übrigens heute zu Gast bei Marc Möst in der Rubrik Bach TV Junior. Herzlich willkommen auch Ihnen. Wir haben noch ein paar interessante Ergebnisse von den Zuschauerfragen bei Bach TV 2. Wie findet ihr Bach TV? Und 62,5% sagten gut, 18,8% wie gesagt, sagten nur sogar. Das hatten wir schon gesagt, 62,5% gut. Also auch tolle Sachen hier. Und jetzt kommt gleich das Schlechte. 6,2% sagen schlecht. Ich hoffe, dass keiner von denen da ist. Ist der Preis zu teuer? Diese Frage gibt es noch. 10 Mark hat die letzte Ausgabe gekostet. 75% sagen, der Preis war gut. Und 25%, wenn ich rechnen kann, ja, sagen, zu hoch. Das ist auch gut. 10 Mark. Ich kann nur sagen, diese Ausgabe hier ist auf jeden Fall billiger. Über den Preis mal nachzudenken, der Schulbericht und die Schülerzeitung, wobei diese relativ billig, aber auf jeden Fall die Arbeitszeitung sind eigentlich ziemlich teuer. Das heißt, die 10 Mark sind ja eigentlich noch besser, wenn ich das mal hier relativieren kann. Und apropos Schulbericht, neulich ging ja ein Umlauf durch die Klassen. Man solle doch Geld spenden, damit man im Schulbericht keine scheußliche Werbung machen bräuchte. An dieser Stelle danke ich der DRK, der Sparkasse in Mannheim, der Karstadt AG, den Eisbahnbrauereien, der MVV, der Tanzschule Lombardy und allen restlichen Sponsoren, die bei uns hier mitgewirkt haben und teilweise sogar im Publikum sitzen. So, letzte Woche sollte eigentlich die Woche der Abiturienten sein. Zur Orientierung für alle Bach TV 3-Besitzer, heute ist ja Dienstag, der 28. Juni 1994. Letzte Woche Mittwoch bekamen die Abiturienten ihre Zeugnisse, wollten am Donnerstag das Abi-Spektakel machen und am Freitag den Abiball. Bevor wir das Problem schlechthin durchleuchten, schauen wir uns jetzt erstmal den Bericht über den Abiball an.
Einen großen Wert legen die Abiturienten diesmal auf die Organisation ihres Abiballs. Durch den Abend führte durchgehend die Moderatorin Christina Janazzo, die besonders durch ihre Lockerheit gefiel und rückblickend eine positive Bilanz zog. Also, ich fand's voll gut hier, auch wenn's vielleicht einige Scheiße fanden, aber die waren dann selber schuld. Und ich find's einfach der beste Abiball seit Jahren. Und ich hoffe, dass die nachfolgenden Schüler es genauso gut machen, vielleicht sogar noch besser. Danke! Christin Hasel und Jens Kaiser hatten kurz vor 20 Uhr den Tanz eröffnet, dem sich viele Gäste anschlossen, besonders die Lehrer. Überhaupt hatten die Abiturienten dieses Jahr ein gutes Verhältnis zu den Lehrern und gestalten ihre Abi-Zeitung angesichts dieser Tatsache auch ziemlich nüchtern. Auf der Bühne beschenkten sie ihre Lehrer und ernten dafür Umarmungen, Küsse oder auch mal ein Gegengeschenk. Auch anschließend ging es nett her. Heike Philipp Denekamp und ihr Sportgrundkurs zeigten einen Jazz-Tanz und Enrico Lust führte mit seinem Englischgrundkurs englische Lieder auf. Damit nicht genug. Eine Polynesier riss im wahrsten Sinne des Wortes alle vom Hocker und beschäftigte einige Minuten lang die Gäste, sodass sie sogar den Bass überhörten, der leider durch die Wände der Halle kam und von rücksichtslosen Feiern erzeugt wurde. Und weiter ging es mit gemeinsamen Aktionen von Schülern und Lehrern. In der Karaoke versuchten sich Evelyn Schander, Diana Schneck, Axel Müller und Jürgen Kaiser zu glänzen. Heike Benecke setzte zusammen mit einem Schüler den Schwerpunkt vor allem auf die Interpretation. Bevor die Abiturienten ihr offizielles Abi-Lied anstimmten, hatten sie noch einen Formationstanz auf dem Programm, bei dem so mancher die Rolle des anderen Geschlechts einnahm. Ausklingen ließen sie den Abend mit einem türkischen Tanz, bei dem auch Gürsel Bahl teilnahm, der wahrscheinlich im Schuljahr 94-95 wieder auf dem Bach sein wird, da sich noch nicht als Abiturient bezeichnen darf, weil ihm Mathe nur 0 Punkte vergönnt waren. Alle anderen 13ern können sich jedoch freuen, dass sie nicht mehr in die Schule gehen brauchen. Rückblickend sehen jedoch viele Schulabgänger diese Tatsache als gar nicht so freudig an. Wir sind halt so ein geiler Jahrgang, der sich mit allen Lehrern so gut verstanden hat, dass wir überhaupt nichts zu kritisieren hatten außer am Schulhaus. 13 Jahre Schule, Resümee, war schön? Es war falsch, es waren 14 Jahre Schule und schön war es schon, ja. War nicht schlecht und eine gute Zeit, die vorbeigeht und ich würde sagen, ich kann nur jedem empfehlen, versucht, dass ihr auch 14 Jahre draus macht. Bis jetzt haben wir ja unser Publikum noch gar nicht integriert, das werden wir nun machen. Wieso bist du eigentlich hier? Ja, weil ich die Eintrittskarte gewonnen habe. Aha, was war das mit der Eintrittskarte? Warum? Was heißt gewonnen? Was ging das? Ja, da hat man doch bei diesem Art Gewinnspiel da mitgemacht. Da, wer da der Interviewgast war bei dem letzten Bach TV. Günther Jauch? Ja. Und da habe ich eben die Karte gekriegt. Wieso bist du da? Oh, weil ich ja muss. Weil du musst? Hat jemand anders für dich die Karte abgegeben oder wie? Nee, also da steht ja auf der Karte drauf, dass man hin muss und es ist halt Pflicht. Ja, du musst ja nicht mitmachen, ne? Und wieso bist du da? Ich habe auch gewonnen bei dem Preisausschreiben. Aha. Also keiner ist da wegen BachTV, alle nur wegen den Preisen, wegen der Preise. Und vielleicht kann ich was zu den Preisen sagen. Oh, ich schlage ein bisschen unbequem hier auf die. Und zwar, wir haben als Hauptpreis heute eine Flugreise zu verlosen. Ja, zu ziehen praktisch, die vom Reisebüro Stürmer gestellt wurde. Die gibt es nachher. Und noch einiges mehr, das werde ich nachher erwähnen. Zum nächsten Bericht. Einen Tag zuvor, also am Donnerstag, war die Stimmung jedoch noch nicht ganz noch lustiger. Also ich bin jetzt wieder beim Abi-Ball und am Tag zuvor Abi-Spektakel. Der Schulleiter, Herr Dr. Hans-Peter Kraft, hatte nämlich am Mittwoch einen Umlauf durch die Klassen gegeben, der beinhaltete, dass am Donnerstag das Abi-Spektakel stattfinden würde. Die waren natürlich verständnismäßig sauer. Und nun gucken wir uns mal ein paar Reaktionen dazu an. Gestern hätte ja eigentlich das Abi-Spektakel stattfinden sollen. Aber da kam ja dieser Umlauf durch, was ja anscheinend die 13er dazu veranlasste, diesen zu verlegen. Warum mussten sie diesen Umlauf schreiben?
weil die Frau Breitschwert, die das Mittagessen macht, sagt, es passiert jedes Jahr beim Abischerz, dass ich die ganzen Essen wegschmeißen muss. Und da habe ich geglaubt, man müsse was machen, damit es nicht passiert. Das war eigentlich alles. Zum Abi-Spektakel kann ich nur sagen, dass ich den Umlauf von Herrn Dr. Graf nicht so toll fand. Wir hatten es mit ihm koordiniert, wir hatten gesagt, wann können wir es machen, war nett, um ihm entgegenzukommen. Und dann bringt er eben diesen Umlauf, den er hoffentlich auch noch erwähnt, das brauche ich nicht nochmal erzählen, die Story. Und da haben wir gesagt, wir lassen es schlichtweg ausfallen. Und ich habe jetzt auch keinen Plan, wann wir wieder eins machen oder ob wir überhaupt eins machen, weil ich bin nicht im Komitee. Also ich habe keinen Plan, vielleicht fällt es ganz aus, deswegen, das wäre schade. Ja, das mit dem Essen hat aber verknackt. Wir hatten es ihm ja schon eine Woche vorher gesagt, dass es am Donnerstag sein soll. Da hätte er das Essen schon dreimal abbestellen können und das hat er dann verknackt. Und deshalb hat er dann eben diesen Umlauf rumgehen lassen. Mittlerweile hat sich doch alles gelegt. Natürlich haben die Abiturienten den Abischerz nachgeholt. Und zwar gestern, am Montag. Und zwar ziemlich brutal. Wasserbomben flogen und auch Rasierschaum wurde rumgeschmissen und eine Anlage der Schulband ging dabei kaputt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bach TV Junior. Unser heutiger Studiogast ist Massimo Sinato von der Klasse 7a, von dem wir jetzt gleich einen Bericht sehen werden. Das Bach-Gymnasium hat einen Tanzstar. Massimo Sinato heißt der 13-jährige Mannheimer aus der 7a, der seit 4,5 Jahren professionell beim TC Blaugold Casino Mannheim tanzt. Zu seinen größten Erfolgen in der D-Klasse zählt der 2. Platz in der baden-württembergischen Landesmeisterschaft in Latein im Februar letzten Jahres in Herrenberg. Ein Jahr später wird er im gleichen Wettbewerb in Ludwigsburg 5., jedoch diesmal in der anspruchsvollen C-Klasse. Über einen 6. Platz in der süddeutschen Meisterschaft in Mannheim qualifiziert er sich dann für die deutsche Meisterschaft, die er mit einem achtbaren 17. Platz am 12. März 1994 erfolgreich abschließt. Massimo Sinato tritt jedoch nicht nur in Paartänzen auf, auch bei Mannschaftskämpfen nimmt er erfolgreich teil. So konnte der TC Blaugold Casino Mannheim beim deutschen Mannschaftskampf in Duisburg einen hervorragenden 6. Platz belegen. Vor 1,5 Wochen tanzte Massimo Sinato zum ersten Mal mit seiner neuen Tanzpartnerin Milena Meyer aus der 6a zusammen. Die anderen Wettkämpfe hat er immer an der Seite von Sandra Kinne gestritten. Mit Milena Meyer in den Händen versucht Massimo Sinato nun seinen größten neuen Wunsch zu erfüllen, nämlich einmal die deutsche Meisterschaft der C-Klasse zu gewinnen. Viele Mädchen werden ihm diesen Sieg gönnen, da der 13-jährige Jungfrauenschwarm seinen Aussagen zufolge zwar nicht so sehr im Bach beachtet wird, dafür umso mehr bei den Tanzveranstaltungen. Massimo, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen zu tanzen? Was war denn da so der Stein des Anstoßes? Ah ja, ich war so auf so einem Fest, ne? Und da habe ich da halt so 4 Paare gesehen, so größere, die Junioren, die haben da getanzt. Das hat mir halt gefallen und da habe ich dann auch angefangen. Okay. Und wie bist du denn zu deiner neuen Partnerin gekommen und warum hast du dich von deiner alten getrennt? Oh je, wie soll ich das erklären? Ja, ich habe die Milena gesehen und die fand ich halt super. Hab ich gedacht, mit der will ich tanzen, mit der will ich deutscher Meister werden und... Hast du denn gewusst, zu dem Zeitpunkt, als du sie dir auserwählt hast sozusagen, hast du denn da schon gewusst, dass sie auch irgendwas mit Tanzen zu tun hat? Ja, ja, die hat mit einem anderen Partner getanzt und da habe ich sie halt gefragt und jetzt tanzen wir zusammen. Ja, warum hast du dich nochmal von der anderen Partnerin getrennt? Oh je, was soll ich jetzt sagen? Halt, sie hat keine Motivation mehr gehabt und ich bin ehrgeizig, wollte halt deutscher Meister werden und jetzt habe ich halt die Milena gesehen, die ist halt super und da habe ich mir getanzt. Okay, seit wann seid ihr jetzt schon zusammen? 3 bis 4 Wochen. Okay, also noch recht jung, die Partnerschaft. Und welche Stilrichtung tanzt ihr so? Ich meine, das hat man... Lateinamerikanisch und Standard. Okay. Wo trainiert ihr denn? Und wie lange? Wie oft? Im TC Blaugold Casino Mannheim, das ist in der Eisenbahnstraße 2. Hinter dem Neckarau Bahnhof und wir trainieren 4 bis 5 Mal die Woche.
So, also ich habe gehört, dein größtes Ziel ist es, einmal deutscher Meister in der C-Klasse, das heißt also bei der Jugend zu werden. Dabei wünsche ich dir alles Gute. Und jetzt tanzt du uns erstmal was vor mit deiner Partnerin, der Milena Meyer aus der 6A. Ich glaube, es ist Cha-Cha-Cha. Richtig? Okay. Das war es auch schon mal wieder einmal bei Bach TV Junior. Ich darf mich schon mal verabschieden und jetzt sehen Sie einen Bericht über das Medienmagazin Canale Grande. Der wurde in Hamburg gedreht, der Bericht. Und im Mittelpunkt der Moderation steht Dieter Mohr. Auf Wiedersehen. Hallo, Zielgruppe, willkommen bei Canale Grande. Ich finde es richtig schön, dass seit Anfang 1993 existiert es, das erste Medienjournal im deutschen Fernsehen, Canale Grande auf Vox. Am 25. Februar 1994 hatten wir die Gelegenheit, bei der Aufzeichnung einer Ausgabe dabei zu sein und anschließend den Moderator, oder besser den Mediator, Dieter Mohr, zu interviewen. Wer ist die berühmte Zielgruppe? Die zuschaut. Ich habe das an sich übernommen, so als Medienjournal dachte ich, das passt ganz gut, weil alle von Zielgruppen sprechen. Also jeder, der irgendwie einen Secondhand-Krimi dreht oder der einen Trickfilm macht oder der irgendwas Kluges erzählt, findet, er hat eine bestimmte Zielgruppe. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass, das wurde auch durch Untersuchungen nachgewiesen, dass ein Arzt auch mal auf ProSieben einen ganz schlechten Film sich anschaut oder dass ein Arbeiter durchaus sich Canale Grande anschaut oder Spiegel TV oder irgendwas. Ich glaube eben, dass diese Zielgruppeneinteilung grundsätzlich gar nicht mehr so funktioniert. Das durchmischt sich sehr stark. Wie kam er zu Canale Grande? So ist es, war ein Zufall. Also dieses Format wurde entwickelt von MME. Format nennt man eine bestimmte Sendeform. Und die haben wohl einen Pilot gemacht mit einer Moderatorin und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht so hingehaut. Und ich kriegte mehr oder weniger ein Paniktelefon, also nach dem Motto jetzt oder nie. Und ich sagte dann noch, ich habe keine Zeit. Fand es aber faszinierend, ein Medienjournal moderieren zu dürfen und bin mehr oder weniger eingesprungen und daraus ist Canale Grande entstanden. Hat er Vorbilder? Ich habe mich immer sehr schwer getan mit Vorbildern. Es ist immer so, wenn ich Menschen sehe, die im Medienbereich arbeiten, an denen ich mich freue, weil sie so gut sind,
dann denke ich mir nicht, ich muss jetzt genauso werden wie der, sondern das sind für mich alles Originale. Ich kann nicht sein wie Herr Schmidt, ich kann nicht sein wie Herr Willemsen und ich kann auch nicht sein wie Herr Letterman, sondern, aber ich kann sehr wohl zugucken und schauen, dass die sehr, sehr gut arbeiten. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen sehe, die gut arbeiten. Und was halten Sie von Kollegen wie Schmidt, Willemsen, Meyer, Kraft? Also Schmidt finde ich eine wirklich geniale Figur. Da beneide ich ihn einfach um seine Spontanität, um sein berühmtes Stand-up, dass er aus der Hüfte einfach sensationelle Dinge macht. Berühmt sind ja seine Warm-ups, also das, was eigentlich vor der Sendung passiert im Studio. Da habe ich noch nie selber erlebt, aber ich kenne etliche Leute, die das erlebt haben und ganz begeistert davon sind. Also diese Spontanität, die bewundere ich sehr. Willemsen, kann man wieder sagen, ist ein hervorragender Interviewer, der versteht seine Sache sehr gut, bereitet sich sehr gut vor. Meyer Kracht, ja, auch ein Meyer, also ich... Er macht das sensationell, wie er versucht, also 6 verschiedene Streittäne immer so zu koordinieren, dass ich zwar das Gefühl habe, da gehen die Emotionen hoch, aber trotzdem noch den Inhalt mitkriege. Also es haben all diese Kollegen, wenn ich sie so mal nennen darf, ihre ganz besonderen Vorzüge, wo ich neidlos den Hut ziehe und sage, super. Sehen Sie die Entwicklung zwischen Kuhlenkampf und Gottschalk in den Jahren? Wie meinen Sie, zwischen den beiden? Oder aha. Die Entwicklung zwischen Fernsehen in den Jahren jetzt? Na, ich will es jetzt mal gar nicht so an Kuhlenkampf auf. Mich überkommt eine gewisse Nostalgie. Es werden ja immer wieder so Uralt-Shows wiederholt, so EWG oder halt das berühmte, nicht wetten, das, wie hieß nochmal, Wünsch dir was, oder die alten Rosenthal-Shows, da packt mich der Neid. Da denke ich einfach, das war früher so einfach. Da kommt mitten in einer Show, wo man heute sagt, die muss Action haben und zack, 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 ein Ding nach dem anderen, kommt plötzlich ein 20-minütiges Gespräch mit einem Zeitphilosophen über die Zukunft der Menschheit und dann kommt das nächste Spiel. Das würde heute... Begründen, das würde jeder sagen, aha, es setzt noch einen drauf. Und, das und wie wichtig ist für Sie Familie? Ja, das ist eine gute, respektive eine schwierige oder immer gleiche Frage. Alle Menschen, die viel arbeiten, so wie ich, sind in dieser Schere zwischen Arbeit und Familie. Manchmal geht es mir schon so, dass ich denke, warum arbeitest du eigentlich so viel? Eigentlich sind ja die wirklich wichtigen Sachen bei der Tochter und bei deiner Lebenspartnerin. Andererseits macht es mir halt auch Spaß zu arbeiten. Ist ein Problem, dass ich mit vielen, vielen tausend Menschen natürlich teile, vor allem mit vielen alleinerziehenden Müttern. Ich habe für Ihre Arbeit irgendwelche Hobbys oder? Ja, Hobbys hätte ich. Ich habe an sich Wünsche an Hobbys. Ich würde Fußball gern Italienisch lernen, ich würde Fußball gern fliegen lernen. Ich würde furchtbar gern vielleicht irgendwann ein Stück Land kaufen und mich da ein bisschen als Bauer oder Kleinbauer betätigen. Das sind alles letztendlich unrealistische Wunschhobbys. Den Rückhalt, ich glaube, den größten Rückhalt kriegt man im Erfolg, den man hat und vor allen Dingen im Team, mit dem man zusammenarbeitet. Sie haben sich auch mal ausgezogen vor der Kamera und würden Sie sagen, es war schwer oder eher einfach für Sie? Es war für mich eine Lachnummer, weil das... Ich habe in 2 Theaterstücken lange davor schon gespielt, einfach die Rolle verlangt, dass dieser Mensch nackt auf der Bühne ist. Einmal, weil das eine erniedrigende Situation für diesen Menschen war und zum zweiten Mal, weil es halt eine etwas schiere Nicht-Liebesszene war. Für mich ist es kein Problem, dann, wenn es begründet ist. Und ich fand halt in dieser Moderation war es absolut begründet und eine dramaturgisch vertretbare Sache. Ich hätte Mühe, mich auszuziehen, einfach so, um irgendeinen Schniedelwutz herzuzeigen. Aber sobald es inhaltlich begründet ist, habe ich damit keine Probleme. Und was hat Ihre Frau dazu gesagt? Die fand das okay, die hat sich ein bisschen aufgeregt dann halt über die Reaktion, die sie auch ausbaden musste. Es war nicht nur so, dass ich jetzt damit dann umgehen musste, wie die Medien reagiert haben, sondern es äußert sich halt so, dass die Tabaktrafikantin irgendwie ihren Spruch dazu macht oder dass im Kindergarten plötzlich am Platz meiner Tochter die Bildzeitung liegt, also nach dem Motto, schau mal, das hat dein Vater gemacht. Diese Leihgabe wieder herausrücken müssen. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, den Schrei zu besitzen. Aber Sie, liebe Zielgruppe, können uns doch Ersatz schaffen. Schenken Sie uns Ihren Schrei. Unter der hier eingeblendeten Telefonnummer läuft ein Tonbandgerät. Rufen Sie an und schreien Sie drauf. Die ersten wunderschönen Schreie werden wir dann am Ende von Canale Grande bestimmt schon gemeinsam anhören können. Ist los? Wir waren jedoch nicht nur Zuschauer, sondern gestalteten die Sendung auch aktiv mit, indem wir für den Abspann, den ihr am Ende hören könnt, ins Telefon brüllten. Why me? Why anybody? Ah! 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 Ah!
Gast haben wir jetzt Herrn Dr. Harald Müller. Er ist Mathematik-, Physik- und Chemielehrer am Bach-Gymnasium. Herr Dr. Müller, wie hat Ihnen die Sendung bis jetzt gefallen? Ja, bis jetzt fand ich es ganz gut. Ah. Gut. Woher bekamen Sie eigentlich den Doktortitel? Also wie haben Sie den erlangt? Ja, das habe ich an der Universität Heidelberg. Und zwar auf dem Lehrstuhl für physikalische Chemie und da im Fachbereich Infrarotspektroskopie erworben. Ja. Und wie kamen Sie ans Bach-Gymnasium? Ja, ans Bach-Gymnasium kam ich über eine Ausschreibung bzw. eine Stellenausschreibung am Seminar in Karlsruhe. Und da war drin, dass im Bach-Gymnasium im naturwissenschaftlichen Bereich hier große Lücken sind, vor allem im Bereich Chemie. Und da war die Stelle ausgeschrieben. Und da ich von Karlsruhe wieder nach Mannheim wollte, habe ich mich auf das hin beworben und habe dann die Stelle bekommen. Sie wollten aber nicht an die Uni gehen und dort Professor werden oder sowas? Ursprünglich schon, aber da gab es mehrere Querelen und viele Dinge in den Anfang der 70er Jahre, sodass da die Situation sehr schwer war. Und der Lehrstuhl, an dem ich promoviert habe, der hat sich dann auch 3 Jahre später aufgelöst. Und da spielten viele Dinge rein, unter anderem auch Geldmittel. Und dann war es eben dort nicht mehr möglich. Gut. Zurück zum Bach-Gymnasium. Sie gelten ja als ein Lehrer, der nicht unbedingt gerade die besten Noten an die Schüler vergibt. Gab es überhaupt schon mal einen Schüler, der bei Ihnen eine 1 hat, im Zeugnis? Ja, selbstverständlich. Ich vergebe ja die sowieso nicht, die machen ja die Schüler selbst. Ne? Ich stelle die ja nur fest. Und ich kann auch ab und zu feststellen, dass es Einsen gibt. Auch nächste Woche gibt es ja Zeugnisse, auch da gibt es Einsen. Es gibt alles eigentlich, aber Einsen auch. Gut, jetzt konfrontiere ich Sie mit ein paar Stichwörtern und ich bitte Sie dann kurz zu antworten. Freizeit. Tennis. Ute Michels. Katzenfreak. Fernsehen. Langweilig. Ute Gallwitz. Trägt stets einen Labormantel. Bach TV. Wird immer besser. Also ich meine, ich habe ja auch die Schülerzeitung gelesen, da stand drin, war ein Versuch wert. Von Ihnen. Ja. Haben Sie gedacht, das sei zu Ende, oder? Ja, ich wusste nicht, dass es weitergeführt wird, weil ich habe die zweite und dann dachte ich, das Ende damit. Und deswegen habe ich das auch. Jugend forscht? Neu. Jugend forscht? Jugend forscht, ja, ist in vollem Gange. Waren wir dieses Jahr dabei mit einem Schüler von meinem Leistungskurs. Und da waren wir am Regionalwettbewerb, haben wir einen Sonderpreis gewonnen. Und da war auch nicht mehr zu machen, weil das war ein Thema im Rahmen einer Facharbeit, das sehr speziell war und nicht so öffentlich aktiv. Aber das läuft weiter. Ich muss Sie unterbrechen, weil wir haben eine Umfrage über Sie gemacht. Alle Klassen, die Sie haben, haben wir mal befragt. Und zum Beispiel die Frage, wie finden Sie ihn persönlich und als Lehrer, also die Schüler? Dann mal die Ergebnisse. Vielleicht mal einblenden. Man kann allgemein sagen, dass Sie als Mensch allgemein besser abschnitten, bis auf die 8c, da waren Sie als Lehrer beliebter. Und allgemein, also schön ausgeglichen. Bei den, die Mädchen sind rot gekennzeichnet, haben es mal getrennt, weil das ist vielleicht interessant. Und bei den Mädchen sind die anscheinend unbeliebter als bei den Jungen. Warum? Ja, Geschmackssache. Also keine Erklärungsrunde. Als kompetent wurden Sie doch eigentlich immer beziffert. Nur man kann allgemein sagen, je höher die Klasse, desto eher glauben Sie an Ihre Fähigkeiten, die Schüler. Warum bei den Jungen nicht so oder warum nicht? Ja gut, das sind viele Dinge. Also in Mittelstufenklassen sieht man ja viele Dinge ganz anders als in der Oberstufe. Man weiß auch zum Teil gar nicht so recht, wo man hin will und wie es eigentlich mit der Schule ist. Und man tut halt mal, was man gesagt bekommt. Und das steigert sich dann halt in der Oberstufe, denkt man doch über verschiedene Dinge mehr nach. Und da wird es auch einfach anspruchsvoller. Und da muss man sich halt ein bisschen mehr reinhängen und das hat Auswirkungen, ganz klar. Wir machen gleich weiter mit den Umfragen. Noch eine Frage, Sie legen ja den Lehrplan meistens doch ziemlich groß aus und machen ein bisschen mehr. Musste schon mal ein Schüler deswegen eine Ehrenrunde einlegen? Was, eine Ehrenrunde? Ja. Wegen
weil vielleicht zu viel verlangt war, was eigentlich gerade im Lehrplan stand? Nein, also das ist nicht mehr so. Also wir sind froh momentan, wenn wir alles das bewältigen können, was im Lehrplan drinsteht. Und darüber hinaus noch mehr zu machen, das ist gar nicht mehr drin. Gut, danke, wir sehen es gleich nochmal. Nun sehen wir einen Bericht über NTV. Wir konnten eigentlich nur bei NTV filmen, weil wir dem Chefredakteur, Herrn Dr. Peter Steich, geschrieben hatten, dass unsere Lehrer am Bach-Gymnasium unfähig seien, die Schüler für Politik zu interessieren. Es gibt kein 24-Stunden-Nachrichtenfernsehen in Deutschland. Es gibt kaum Spartenfernsehen in Deutschland. Ein bisschen Sportkanal, und dann ist es das eigentlich schon. Ein bisschen MTV, der Musikkanal. Wir sind die erste Informationssparte, die es gibt, und die benötigt, um sich am Markt zu etablieren, um auch Werbekunden zum Umdenken zu bringen, um Mediaplaner zum Umdenken zu bringen und um Zuschauer zum Umdenken zu bringen, benötigt Zeit. Die ersten, die richtig umgedacht haben, sind die Repräsentanten von Wirtschaft und Politik. Wir haben alle vor der Kamera gehabt, die Rang und Namen in dieser Republik haben. Sie kommen zur NTV wie selbstverständlich. Da waren wir sehr viel schneller als CNN, die jahrelang in Amerika nicht richtig ernst genommen worden sind. Wir haben überhaupt keine Probleme, auf einer Großveranstaltung alle Politiker genauso, manchmal sogar schneller zu kriegen als ARD und ZDF. Wer schaut Sie eigentlich so regelmäßig? Welche Leute? Junge, alte? Männlich, überwiegend männlich zwischen 30 und 60, aber auch alle besser verdienenden, besser gebildeten Schüler, Studenten, Leute in höherer Verantwortung, besseren Jobs und so weiter. Hier im Newsroom, dem Herzstück des Senders, laufen alle neuen Nachrichten der bekanntesten Agenturen auf einem Großrechner zusammen. Die meisten Bildquellen stammen von Nachrichtendiensten, die weltweit Material zusammenstellen, um den Redakteur den Zugriff auf dieses zu erleichtern. Alle Berichte werden in einem riesengroßen Videosystem gespeichert, was dem Redakteur die Eingabe des Beitrags bis spätestens 30 Sekunden vor Ausstrahlung ermöglicht. Außerdem ein weiterer Vorteil der Anlage ist die Erhaltung der Bildqualität. Ein fertiger Programmablauf der Sendung wird mit dem Videosystem verkoppelt und ruft die Beiträge bei Bedarf ab. Hier im Schneideraum werden die Berichte geschnitten, passend zum Text, der schon im Voraus geschrieben wurde. In der schalldichten Kabine liest der entsprechende Redakteur den Kommentar zu seiner Nachricht vor. Der Chef vom Dienst ist für den Programmablauf verantwortlich. Im Grafikstudio werden die Hintergrundgrafiken gebastelt. Sogar ganze Zeichentrickanimationen mit Musikunterlegung können hier produziert werden. Die Regie, die neben dem Nachrichtenstudio liegt, ist verantwortlich für den korrekten Ablauf der Sendung, Einspielfilme, den Teleprompter und die Kameraeinstellungen. ...30 Minuten gucken, ausschalten, 3 Stunden später wieder reinschauen, hat sich die Welt verändert? Nein, sie hat sich nicht verändert, wieder ausschalten, am Abend wieder reinschauen, Update nehmen, vom ins Bett gehen und mal reingucken. Aber der Sender ist nicht angetreten, um jemanden 3 Stunden zu fesseln. Das Verblüffende ist, dass der Nachrichtensprecher ganz alleine im Studio sitzt. Außer einer Remote-Kamera und der Dekoration gibt es nichts Außergewöhnliches. Wie bereits erklärt, wird ihm der Text vom Computer präsentiert, den er nur vorzulesen hat. Natürlich kann er auch eigene Änderungen vornehmen, denn im Studio steht auch ein Rechner, auf dem der Sendeablauf abrufbar ist. Aber generell liest er den Text und der Beitrag wird auf Stichwort abgefangen. Das konnte um 1,86 Stellen zulegen und notierte abschließend bei 2086,22 Punkten. Also dadurch, dass wir hier in Betrieb sind, der 24 Stunden läuft, stehen immer Nachrichten drin. Ja. Und die meisten Nachrichten werden von den Kollegen vorgeschrieben. Die meisten Nachrichten überarbeite ich dann vielleicht nochmal, also gucke sie gegen, ob da Fehler drin sind oder ob ich es mir vielleicht manchmal ein bisschen anders formulieren könnte, damit sie es auch anders anhört und nicht eine Nachricht den ganzen Tag so durchläuft. Und dann gibt es einige Nachrichten, die wir halt selbst schreiben. Also zum Beispiel so die Einstimmung auf das Thema, wo wir die Leute ein bisschen neugierig machen, was in dem einzelnen Nachrichtensegment kommt. Es war einmal so unerträglich heiß in diesem Studio, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, als meine Jeans auszuziehen. Und ich habe hier tatsächlich dann in Unterhose gesessen. Und weil das doch von unten kühlt, ist ganz enorm. Und naja, dann bin ich halt ab und zu mal, weil ich mal aufs Klo musste, und dann halt Unterhose aus dem Studio raus, aufs Klo und dann wieder zurück.
Und das haben die Kollegen unverschämterweise, haben die das mal aufgenommen und haben das in ein Geburtstagsband von unserem Chefredakteur reingeschnitten. Also das ist jetzt auch verewigt worden. Gar nicht veröffentlicht. 74 bis 78 war ich Radioreporter des Südwestfunks und 78 zur Landesschau. Ich wollte zum Fernsehen, weil wenn man Radio macht, ich habe Landtagswahlen gemacht in Stuttgart, und der Radiomann, der hatte dann so ein kleines Tischchen mit zwei Kopfhörern und einem Mikrofon. Und die Fernsehleute hatten den Rest des Gebäudes. Und ich wollte nicht der sein, ewig, der dieses kleine Tischchen hat. Und als ich zum NDR ging, habe ich dann gesagt, Mensch, das ist der Sender, der Washington hat. Und dann habe ich relativ tricky, taktisch versucht, dahin zu kommen. Das heißt, als Chefredakteur nicht zu unentbehrlich zu sein, aber auch nicht zu eine große Pflaume, damit man dir Washington nicht gibt. Also eine mittlere Linie zu fahren. Ich habe mir dann auch einen Nachfolger ausgeguckt, sprich Nachfolgerin, und im Zeitalter der aufziehenden Quotenregelung war das sehr erfolgreich. Als ich Reuter sagte, ich hätte auch eine Nachfolgerin, fand das ganz toll. Und dann kriegte ich Washington. Und dann kam plötzlich das NTV-Angebot. Zum ersten Mal politischer Journalismus ideologiefrei und zum ersten Mal die CNN-Idee aufgreifend in Deutschland. Und das fand ich spannend. Aber es gibt keine Zukunft hinter ARD, ZDF, Sat.1, RTL, Kabelkanal, RTL 2, Pro7, Vox strampelnd, und dann strampeln wir da auch noch hinterher in Richtung von irgendwelchen Vollprogrammen. Das kann es nicht sein. Entweder Nachrichten lupen rein mit Markterfolg, oder wir haben mit Zitronen gehandelt. Jetzt kommen wir zum ersten Teil unserer Verlosung. Herr Dr. Müller wird nämlich die einzelnen Karten ziehen. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein vom Marché, 50 Mark ist der Wert, 2x2 Kinofreikarten vom Alhambra, Computerspiele, Reiseflugtaschen der Lufthansa und NTV-Autogrammkarten, werden wir gleich merken. Am besten gehen wir mal gleich mal los und Sie dürfen dann in Ruhe. Vielleicht ein bisschen, zum Spaß machen? Ja. Es sind ja so viele geworden, da muss man vermischen, weil sonst kann man denken, es ist Betrug. Ich hingegen genauso durchsichtig. Soll ich mal vorlesen? Sabet Albert, die müsste doch da sein, oder? Und Antwort Günther Jauch ist richtig. So. Danke. Hallo. Das schenke ich dir. Viel Spaß noch. Und was anderes brauche ich nicht fragen. So, jetzt gibt es eine Kinofreikarte, Alhambra. Für zwei Personen jedoch. Also darf einer sich jemand mitnehmen. Ist der Mikrofon überhaupt an? Ich höre mich gar nicht. Gut. Wer gewinnt? Andreas Färber. Danke. Wen nimmst du mit ins Kino? Weiß ich noch nicht. Weißt noch nicht, deine Mutter. Hm? Gut, ja. Danke. Tschüss. Und wieder ein Kinogutschein. Das gleiche Spiel, Oliver Schuppe. Ja. Danke. Frag mich nicht. Nächstes. Es gibt jetzt Computerspiele. Machen wir die einzeln? Nochmal einzeln. Drei Computerspiele gibt es also. Ich glaube, nachher gibt es ja auch keine Karten mehr für London. Christian Hellinger. Auch die eine Hand. Nasenbluten. Danke. Naja, ist schon vorbei. Danke. Gut. Auch das nächste, sehr schön. Tobias Ober. Ein Zwölfklässler. Was verpasst du jetzt? Chemie? Ja, gut. Gut, klar. So. Jeannette Homenou. Oder Jeannette Homenou. Gib mir mal Spaß nach. Eine Hand. Sehr schön. Hast du überhaupt eine Computer? Nein. Danke. Okay. Und nochmal. Jetzt gibt's Reiseflugtaschen von der Lufthansa. So sehen die Dinger aus und gewinnen wird
Christine Reinhardt. Insofern sie da ist. Wie viele? Zwei? Ja, fünf. Fünf. Ja. Gleich die nächste. Am besten lese ich gleich mal vor, ne? Sonst lautet ja, Matthias Schmidt. Matthias Schmidt, 7C. Da. Schön. Soll ich lesen? Sebastian Michalski. Schönen Urlaub. So. Sascha Christen. Eine noch, ne? Ja. Hier. Und als letztes haben wir Melanie Schuller. So, das Mikrofon habe ich gar nicht so oft gebraucht. NTV-Autogrammkarten hat sich anscheinend niemand genommen. Könnt ihr mir noch nachher nehmen. Unser nächster Bericht, eine ideale Überleitung, wären eigentlich die Flugtaschen, die gerade noch da waren, weil Lufthansa. Wir waren in Frankfurt beim Frankfurter Flughafen und haben dort einen Bericht gedreht, vor allem über die Sicherheitsvorkehrungen. Und nun kommt unser Bericht. Frankfurter Flughafen, über 30 Millionen Passagiere oder 340.000 Flugbewegungen pro Jahr und über 1.000 Starts und Landungen pro Tag. Bei einer derartigen Konzentration von Mensch und Technik muss vor allen Dingen auf die Sicherheit geachtet werden. Diese Aufgabe übernimmt die Flughafenfeuerwehr, die in Frankfurt mit zwei Stationen präsent ist. Die Palette der Pflichten reicht von Rettung, Brandbekämpfung bis hin zu Einsätzen außerhalb des Flughafens. Dabei wird modernste Technik angewendet, mit der jeder der 115 Mitarbeiter gut vertraut ist. Die hier zu sehende Fahrzeughalle ist die Feuerwache 1. Von hier aus werden alle Einsätze gefahren, die die Flugsteige A, B, C und die beiden parallelen Landebahnen betreffen. Wache 2 ist ausschließlich für die Startbahn West zuständig. Das hier zu sehende Fahrzeug heißt Simba 8x8 und stellt das neueste an Brandbekämpfungstechnik dar. Es fasst 11.000 Liter Wasser und 1.200 Liter Schaumlöschmittel, um Benzinbrände zu ersticken. Hier sieht man die besonderen Bedieninstrumente, für die Spritzen auch Monitore genannt. Das Fahrzeug kann im Ernstfall sofort per Knopfdruck angelassen werden, da der 1250 PS starke Motor per externer Stromleitung ständig warm gehalten wird. Dieser schafft aus 44 Tonnen Gesamtgewicht in 23 Sekunden auf 85 km/h zu kommen. Die drei Monitore werfen das Wasser oder den Schaum mit einer Fördermenge von 6000 Liter pro Minute etwa 80 Meter weit. Folglich fällt diesem Fahrzeug bei der Brandbekämpfung eine große Rolle zu. Hier in der Flugbegleiterschule werden die angehenden Stewards und Stewardessen in originalgroßen Attrappen von zunächst nur Kleinflugzeugen auf Notausstiege trainiert. Ziel ist es, das Flugzeug bei jeder Art von Landung innerhalb von 90 Sekunden zu räumen. Nach sechsmonatigem Dienst werden die Flugbegleiter auf Großflugzeugen wie die 747 nachgeschult. Voraussetzung für eine Stelle mindestens 1,60 bei Frauen und 1,68 bei Männern, Höchstalter 55. Die Simulatoren sind detailgenaue Kopien der echten Cockpits. Sie dienen aber nicht nur für angehende Piloten. Hier wird jeder Pilot der Fluglinie mehrmals im Jahr auf seine Tauglichkeit überprüft, unabhängig von seinen Dienstjahren. Bewegungs- und Beschleunigungsabläufe werden durch eine Kabine simuliert, die auf hydraulische Stelzen konstruiert wurde. Eine Simulatorstunde kostet nur 1000 Mark. Aufgrund dessen werden bei einer Umschulung auf ein neues Flugzeug Simulatorflüge bevorzugt, da eine Flugstunde 30.000 Mark kostet. Die Halle 5 ist die größte freitragende Halle der Welt. Hier werden auf 28.000 Quadratmetern rund um die Uhr tagsüber Groß- und nachts Kleinflugzeuge gewartet. Dabei werden Routinechecks genauso durchgeführt wie größere Wartungen. Die DC-10 wird in den nächsten Jahren durch die A340 von ihrem Dienst abgelöst werden. Sie wird mit 228 Sitzen das erste europäische Großraumflugzeug sein. Nach Airbus-Manier findet man hier nur noch Sidesticks anstatt Steuerknüppel vor. Jedoch wird die Bedienung eines solchen Flugzeugs durch Computer nicht immer einfacher. Bei der 747-400 hat man zwar noch die Steuersäulen vor sich, aber auch hier gehören inzwischen Computerbildschirme zum Standard. Um 290 Passagiere in die Luft zu bringen, benötigt die Maschine den Schub von 4 Triebwerken, die so groß sind, dass man sich hineinstellen kann. Eine weitere Gemeinsamkeit mit der A340 besteht in der nur noch zweiköpfigen Besatzung, die nötig ist, um die rund 300 Tonnen schwere Maschine zu fliegen. Die ist natürlich ganz wichtig zu wissen, weil ich nämlich daran erst erkennen kann, wann...
Hier in Frankfurt werden von der Lufthansa im Rahmen der Wartung auch die Triebwerke überholt. Nur schwierigste Schäden, die die 3500 ausgebildeten Ingenieure nicht beheben können, schickt man nach Hamburg, dem größten deutschen Standort für Lufthansa-Technik vor Frankfurt. Der Frankfurter Flughafen ist mit 17 Quadratkilometern der größte Deutschlands. Die 105 vertretenen Fluglinien fliegen weltweit etwa 230 Ziele in 99 Ländern an. Das eigene Kerosinlager hat eine Kapazität von 121 Millionen Litern. Das entspricht dem Inhalt eines Würfels von 50 Metern Kantenlänge. Diese Menge reicht für 20 Tage. Lufthansa ist auf dem Flughafen mit 22.800 Mitarbeitern der größte Betrieb vor den 12.000 Angestellten der FAG. Somit ist der Flughafen nach VW Wolfsburg die größte Arbeitsstelle der Region. Vor jedem Flug sucht die Besatzung die Crewbase auf, um sich über die aktuellen Wetter- oder Flugdaten zu informieren. In einem separaten Raum wird die Route besprochen, ob man etwa ein Schlechtwettergebiet umfliegen soll oder nicht. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Briefkästen der Crew für ihre Abwesenheitszeit. Dort nimmt die Besatzung ihr Gepäck und ab geht's ins Flugzeug. Die Gepäckförderanlage unterhalb des Flughafengebäudes hat mit dem neuen Terminal 2 eine Gesamtlänge von 55 Kilometern. Die Transportkapazität entspricht 10.000 Koffern pro Stunde, die dann stellenweise mit bis zu 18 km/h befördert werden. Dabei liegt die Fehlerquote bei nur 0,2%. Die Anlage hat eine Leistung von 15.000 Kilowatt und zur Stromversorgung sind 3.500 Kilometer Kabel verlegt worden. An Spitzentagen werden hier bis zu 75.000 Koffer umgeschlagen. Das entspricht ungefähr einem Gewicht von 1.500 Tonnen. Wir sind wieder zurück hier mit Herrn Dr. Müller. Eine aktuelle Frage, wie wird eigentlich Fußball-Weltmeister? Naja, also ich dachte immer, wir werden es. Aber nach dem Spiel gestern bin ich jetzt etwas anderer Meinung. Ich hoffe zwar immer noch, dass wir es werden, aber ich denke, Argentinien hat wohl die Nase etwas vorn. Ja, was soll ich dazu sagen? Persönliche Meinung zählt nicht. Wieder zurück zu den Umfragen. Und zwar haben wir auch eine Frage gestellt, ganz spezifisch für Sie. Um wie viele Noten habt ihr euch bei ihm verschlechtert? Die war eine ziemlich realistische Frage, weil es gab überhaupt keinen Plus. Null gab es manchmal, also manchmal gleich geblieben, aber verbessert hat sich niemand. Und es kam aber wirklich drastisch raus, dass die Mädchen sich viel mehr verschlechtert haben als die Jungen. Warum? Tja, es liegt vielleicht an den Fächern, ne? Ich weiß es nicht, oder an der Lernintensität oder an dem, wie man überhaupt gelernt hat. Ich weiß es nicht, aber man müsste das mal weiterverfolgen, auch mal sehen, verschlechtert wann? Im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr. Also immer aktuell war es jetzt. Ja gut, aber wenn halt Leute neu kommen, schon, die einen gar nicht kennen, sieht es ganz anders aus, als wenn man jemanden zwei, drei Jahre hat. Lag es vielleicht daran, dass auch vielleicht den Lehrer, den die zuvor hatten, vielleicht zu lasch war? Keine Ahnung hier, aber... Denkbar ist vieles. Ja, denkbar ist vieles. Nun haben wir eine Top-Ten-Liste ebenfalls über Sie, und zwar Kommentare über Sie. Von den Schülern, alles Mögliche, einiges Lustiges ist denen eingefallen. In wenigen Sekunden kommt die Liste, ja. Auf Platz 10, vielleicht hilft Hustensaft, ich glaube, das ne? Platz 9, er ist langweiliger als Herr Wäsch. Oh Gott, das ist voll typisch hart, oder? Was sagen wir dazu? Ja, manche Dinge kann man nicht kommentieren. Platz 8. Er sollte seine Ansprüche senken. Das haben wir schon angesprochen gerade mit der Note. Platz 7. Er ist besser als Bollier. Da gehört viel dazu, ne? Platz 6. Sollte seine Haare färben. Was ist damit? Tja, warum? Fragen Sie den Schüler. Ja. Platz 5.
einzigartig. Sehr schlecht. 4. Zu viel Solarium ist ungesund. Ja, ja. Fühlen Sie sich krank? Nein, nur das kursiert ja schon seit Jahrzehnten, immer durch alle Zeitungen. Ich war noch nie in einem Solarium. Noch nie? Noch nie. Wo haben Sie das diese natürliche Bräune? Ja, vom Tennisspielen, vom Skifahren, vom Draußensein, aber nie vom Solarium. Platz 3. Brustbehaarter, Goldketten tragender Schnurrbart-Macho. Also das ist eine Wortkreation. Einiges drin. Platz 2. Waschen, nicht kratzen. Taschenbilder in den Klammern. Sie wissen ja, was das ist. Platz 1. Er redet, als seien wir taub. Aber es hat schon eine Moderation gesagt. Ja. Wie finden Sie die Kommentare? Naja. Mit Not möchte ich keine drauf machen. Okay. Das ist so ein bisschen durchwachsen, ja. Auch wieder, man könnte sie in alle Spatten einreihen. Gut. Erstmal vielen Dank. Auch noch eine Frage. Wissen Sie eigentlich, was ein Graphologe ist? Ein Graphologe? Ja. Was ist das? Ich denke doch. Graphologe, das ist der Schriften deutet. Oder, also die Handschriften. Also aus den Handschriften, was aus heraussieht. Ja. Charakteristika eines Menschen. Ja. Würden Sie Ihre persönliche Handschrift bei einem abgeben? Bei einem Graphologen abgeben wollen? Warum nicht? Wie haben Sie getan? Und ich würde sagen, spiel mal die Matz ein. Es findet, wenn ich jetzt einmal diesen Computerausdruck hier sehe und ein paar Merkmale herausgreife, dann, die ersten zwei zum Beispiel, da heißt es, er ist anpassungsfähig, der Mensch, aber auch sich durchsetzen. Das kann sich widersprüchlich anhören, aber das muss gar keinesfalls widersprüchlich sein. Ne? Sicherlich ist der Mensch dann bereit, sich anzupassen, wenn im Großen und Ganzen die Dinge so laufen, wie er es möchte. Ne? Aber wenn dem so nicht ist, dann wird er sich schon durchsetzen, damit die Dinge wieder so laufen, damit er wieder anpassungsfähig sein kann. Ne? Und wenn ich davon ausgehe, dass ein Mensch sehr ehrlich ist, dass er Wert legt auf Wahrheit in jeder Beziehung, in jedem Punkt und so weiter, kann ich das auch im Zusammenhang mit der übertriebenen Umständlichkeit sehen, dass er es zum Beispiel nicht fertig bringen wird, mehr oder weniger großzügig über ungeklärte Dinge hinwegzugehen. Das ist sicherlich hier kein Lehrer, oder es ist ja nicht schlimm, dass er Lehrer ist, es ist sicherlich kein Mensch, dem es leicht gelingt, auch mal eine 5 gerade sein zu lassen. Sein Prinzip nach Ehrlichkeit lässt es einfach nicht zu und er verliert sich so sehr ins Detail und bewegt sich umständlich, hantiert, agiert umständlich, damit er eben niemals eine 5 gerade sein lassen muss. Hier beispielsweise in Hartnäckigkeit, in Unnachgiebigkeit, da könnte auch Rechthaberei drinstecken. Vielleicht steckt da auch, wenn nicht verzeihen können. Den Tipp an Schülern kann man schon geben, wie sie mit diesen Menschen, ich will das nicht falsch betonen, am besten umgehen. Das ist leicht gesagt. Sie tun am besten, was er erwartet. Er hat ein hohes Anspruchsniveau, sich selbst gegenüber, aber auch an andere. Und solange dieses Niveau erfüllt wird, kommen Sie gut mit ihm aus. Ja, was halten Sie davon? Tja, er wird ja wissen, was er sagt. Also hat recht. Also ich habe nochmal übertrieben, umständlich, ehrlich, hartnäckig, unnachgiebig, rechthaberisch. Gott, ich meine, das sind ja sehr viele Dinge jetzt zusammengefasst. Mhm. Aber hartnäckig, das könnte schon stimmen, ja. Und wenn ich das Resümee da richtig verstanden habe, sagt er, man sollte sich eben doch seine Dinge richtig, ordentlich und zielbewusst erledigen. Und dann würde man besser wegkommen, wie wenn man halt immer alles hängen lässt und ich dann eingreifen muss und sagen, so geht's nicht. Ja. Und das ist richtig. Und das ist auch einfach die Aufgabe, weil das kann nicht jeder machen, was er will. Tipp an Schüler war ja, mach das, was er will und ihr kommt mit ihm klar.
aber eine sehr allgemeine, wohl richtige Sache. Würde Sie der Computerausdruck interessieren? Ja. Doch, gell? Dann haben wir ihn gleich für Sie dabei. Also, einige Eigenschaften hier über Sie. Bachleyvorstellung drüber, aber sind Sie. Woher hatten wir die Originalhandschrift von diesem herrlichen? Von der Karte. Von der Karte, ja. Ja, man soll nicht alles machen. Ja. Aber fand ich schlimm. Und damit Sie auch verstehen, was da steht, eine kleine Anleitung. Okay. Jo, vielen Dank. Nochmal. Sie bekommen noch ein bisschen mehr. Und zwar haben wir erstmal einen Blumenstrauß. Oh. Der ist echt, oder? Ja, doch. Deswegen auch noch nass. Wie gesagt, ich sag's immer, Männer können auch heute Blumenstrauße vertragen. Und einen Sekt, glaube ich, ne? Ja. Schloss. Glaube ich auch, ja. Vielen Dank. Die größte und beliebteste AG am Bach-Gymnasium ist die Zirkus AG. Sie hat zahlreiche Auftritte hinter sich und ist deswegen auch ein wichtiger Bestandteil unserer dritten Ausgabe, obwohl wir bereits in Bach TV 2 und in Bach TV 1 über sie berichtet haben. Unser Bericht über die Zirkus AG fasst auch übrigens Herrn Tischer ziemlich im Mittelpunkt, weil er halt der Organisator der AG ist. Als er sich damals bei uns beworben hat, war es für mich sofort interessant, weil er damals schon einen Kinderzirkus in Heidelberg hatte, der sehr erfolgreich war. Und ich habe geglaubt, dass das ein Modell sei, was man auf unsere Schule übertragen konnte. Klaus Tischer, geboren am 14.04.1957 in Ahnsen in Niedersachsen, verheiratet, ein Sohn, wohnhaft in Hettesheim, Beruf, Sport- und Geografielehrer, Hobby, Zirkusdirektor. Das sind Eckdaten im Leben des 37-jährigen Sportlehrers, der hier am Bach zwar nicht als Erdkundelehrer gebraucht wird, dafür umso mehr seine Kräfte in den Sport investiert. 1991 wechselte er aufs Bach, nachdem er 5 Jahre lang auf eine Arbeitsstelle gewartet hatte und übernahm sogleich die Hausaufgabenbetreuung. Der Hintergedanke, einmal eine Zirkus-AG zu gründen, war damals bereits gereift. Also, ich meine, wenn Kinder in dem Alter da sind, Schüler zwischen 10 und 14 Jahren, das ist zunächst mal grundsätzlich immer ein Potenzial an jungen Artisten, die eben gerne jonglieren, Einrad fahren, Clownerie oder ähnliche Dinge machen. Ja, ich meine, ich leite ja in Heidelberg schon einen Kinderzirkus und habe aus den Erfahrungen heraus gedacht, dass es schön wäre, auch so ein Angebot hier an der Schule eben einzuführen. Und ich habe dann mit Herrn Dr. Kraft drüber gesprochen und er war sehr begeistert von dieser Idee. Und dann haben wir eben einfach angefangen. Bei der Gründung der Zirkus AG im Sommer 91 lag die Teilnehmerzahl zwischen 10 und 15. Die meisten davon kamen aus der Hausaufgabenbetreuung, also meist aus der Unterstufe. Nur der damals 17-jährige Martin Harig fiel auf der Reihe. Und du von den Kleinen akzeptiert, weil du bist mit Abstand der Älteste, ne? Ja, es ist so eine Zwischenform. Einerseits habe ich natürlich schon, bin ich schon eine Respektsperson und andererseits werde ich aber auch schon als als ebenbürtig aufgenommen, so ungefähr. Heute ist die Zirkus AG die Arbeitsgemeinschaft schlechthin am Bach-Gymnasium. Jeden Montag treffen sich die 30 Teilnehmer zum Training. Zahlreiche Auftritte hat sie bereits sitzen hinter sich und viele weitere werden folgen. So trat sie zum Beispiel beim Schulfest 1992 auf und ließ schaulustig ihre Geräte einmal ausprobieren, die alsbald merkten, dass Artist sein doch schwieriger ist, als es aussieht. 1993 gelang es Klaus Tischer, das ziemlich ledierte Schulfest aufzuwerten, indem er in der großen Sporthalle ein Zirkus- und Showprogramm organisierte. Hauptattraktion war natürlich die Zirkus AG. In Bach TV 2 haben wir darüber ausführlich berichtet und eine Spezialkassette hierzu ist ebenfalls erschienen und weiterhin erhältlich. Obwohl diese Veranstaltung mit viel Lob überhäuft wurde, hielt sich der finanzielle Erfolg in Grenzen. Hierzu Verwaltungsbuchhalterin Marianne Roland. Also soweit ich gebucht habe, ich weiß leider nicht genau, wie weit ich bin beim Verein der Freunde, dass die 9.000 Mark eingegangen. Na, sind aber auch schon die Spenden dann der Eltern was, damals. Was die Kinder erwirtschaftet haben, ne? Ja. Da ist alles drin vom Grillstand und
was jeder Stand so erwirtschaftet hat. Ist normal oder kriegt man? Ja. Gut. Ja. Vielleicht in den letzten Jahren weniger. Nee, es ist eigentlich so konstant in den letzten Jahren. Also hat praktisch ist die Zirkusvorführung in der Halle nicht gerade viel mehr an Geld eingebracht? Nee. Der gute Ruf, den sich die Zirkus AG mittlerweile erarbeitet hatte, kam nach dem Schulfest zum Tragen. Bei diversen Festen wie der Kinderkulturwoche 94 gaben sie ihren Teil zum Besten. Ja, Gemeindefest, also von der Matthäuskirche. Und im Dachgarten vom Weigling. Wie heißt es? Butzerhaus oder wie das heißt? Butzerhaus. Und beim Seniorennachmittag, glaube ich, noch von. Ja, beim Seniorennachmittag. Die angesprochene Pro-Ausländer-Veranstaltung, die unter dem Motto Füreinander miteinander stand, fand am 12. November 1993 im St. Jakobusa in Neckarau statt. Außer der Zirkus AG hielt vom Bach noch die Schulband einen Programmplatz inne. Die Artisten stellten auf jeden Fall wieder ihr Standardprogramm vor. Da meist bei jeder Veranstaltung ein anderes Publikum die Nummern verfolgte, fiel denen die Monotonie gar nicht auf. Mir blieb dies jedenfalls zwangsläufig nicht erspart. Es folgte ein weiteres Novum. Eine Woche lang durfte die Zirkus AG die Schule schwänzen, um sich in Buchklingen im Odenwald exakt auf die bevorstehende Zirkusveranstaltung am Bach vorzubereiten. Obwohl man, wie gesagt, auch Schulaufgaben und Hausaufgaben machen musste, wurde der Ausflug allgemein als schöner und interessanter als eine normale Schulwoche empfunden. Die Vorbereitung für die Schulveranstaltung lief auf jeden Fall auf Hochtouren. Das Fenster in der 93er Jahre. Oh, lass mich rein. Oh, komm. Ah. Nein, es ist leichter am Anfang mit Tüchern zu jonglieren und später dann auf Bälle umzusteigen. Aber normalerweise ist es egal, mit was man anfängt. Nur Tücher sind halt leichter. Genau, sie fliegen langsamer. Richtig, ja. Es ist Üben, ist natürlich eine Hauptsache. Daneben haben wir aber auch schon Unterricht gemacht. Was habt ihr bis jetzt gemacht? Also geübt, nur die Schule haben wir etwas vernachlässigt. Das ist langweilig. Warum langweilig? Zu wenig Jungs? Naja, Training ist langweilig, Unterricht ist langweilig. Warum bist du dann hier? Besser wie Schule. Warum hat das Essen nicht geschmeckt? Hast du selbst gekocht? Nein, habe ich nicht. Nee, das Mittagessen hat eigentlich nicht geschmeckt. Warum nicht? Und Mittwoch am Feiertag war es so, dass mittags die Eltern kamen zu einem Besuch und die haben jeder ein Stück, einen Kuchen mitgebracht. Von dem Besuch hatten wir beide eben Vorteile. Am darauffolgenden Wochenende fand die lang ersehnte Aufführung in der großen Sporthalle des Bach-Gymnasiums statt. Ständig neue Nummern würde heißen, ständig neue Geräte schaffen, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Sache sein, sondern wir müssen eben Nummern immer wieder umstellen, wir müssen sie neu besetzen, weil Schüler eben mal auch andere Nummern ausprobieren wollen. Und von daher, ich meine, ein Grundprogramm wird immer ähnlich sein, aber im Laufe der Zeit wird das Programm sicher dann variieren. In diesem Jahr zeigte die Zirkus AG ihr Können bei der 12. Schultheaterwoche in Mannheim. Beim Abschlussfest am Samstag, den 19. März, zeigte sie ihre vier Standardnummern, die Yongo Bongos, das Jonglieren, das Einradfahren und die Kuh. Und jetzt starten wir gleich durch, und zwar mit King for Day und der Zirkus AG des Johann Sebastian Bach-Gymnasiums. Thank you.
Einen Spezialauftritt hatte Nelly von Oberberge-Lemke, die mit dem Moderator Martin Gehl einen lateinamerikanischen Tanz aufs Parkett zauberte. Am Schulfest 94 nahmen die Kleinartisten ebenfalls teil. Sie führten jedoch die gleichen Nummern auf wie bei der Schultheaterwoche. Ich denke schon, es war draußen eine sehr schöne Atmosphäre. Ich glaube, dass das so der richtige Rahmen war für ein Schulfest, sodass wir also dann das sicher im nächsten Jahr, wenn das Wetter wieder so mitspielt, auch draußen auftreten werden. Es werden immer auch Kinder nachkommen aus der Unterstufe. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn je mehr von unten beginnen, umso größer ist nachher auch die Auswahl. Herr Tisch hat Großes geleistet. Die Laudatio hält Schulleiter Herr Dr. Hans-Peter Kraft. Die Zirkus AG hat die Erwartungen, die wir in sie gesetzt haben, sogar noch übertroffen. Es hat sich gezeigt, dass sie sich in sehr kurzer Zeit zu einer leistungsstarken Truppe entwickelt hat. Sie vertritt die Schule nach außen, hat zahlreiche Auftritte in der Öffentlichkeit und soweit ich gesehen habe, macht es immer mehr Kindern immer mehr Spaß. Dem Tanz von Massimo Sinato und Milena Meyer haben wir nun eine zweite Musikation im Programm. Erst vor wenigen Minuten haben wir die Zusage bekommen, dass wir den Brombeerlauf einhalten können, da wir dafür eine Live-Schaltung machen müssen. Der Lehrer Helmut Fritsch wird uns jetzt live im Musiksaal ein Stück vorspielen auf dem Klavier. Ich würde mal sagen, schalten wir mal ins Bach-Gymnasium und gucken wir mal, ob wir ein Bild bekommen. Hallo, großer Musiksaal. Wo bist du? Hallo, herzlich willkommen hier im großen Musiksaal des Johann Sebastian Bach-Gymnasiums, wo uns gleich Herr Helmut Fritsch etwas auf dem Klavier vorspielen wird. Ihr habt bestimmt schon viel gehört von Herrn Fritsch. Er ist Deutsch-, Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer hier am Bach-Gymnasium, hat ein großes Repertoire an Stücken und spielt ebenso gut wie gebärdenreich. Zu meiner Linken begrüße ich nun die Klasse der 9b und der 9a. Ich klatsche euch jetzt, ne? So, und nun spielt Herr Fritsch von Sergei Rachmaninow Polichinell. Die exzentrischen und wilden Bewegungen des Harlekins Pulcinella inspirierten Rachmaninow zu diesem Stück.
Welch, wieso sind Sie eigentlich nicht Musiklehrer? Ich habe immer Musik unterrichtet, aber instrumental, also Klavier. Ich war lange Zeit am Konservatorium Lehrer für Klavier. Der Schulmusik habe ich nicht gemacht. Ja. Aber Sie arbeiten ja auch sonst mit Musik. Ich glaube, Sie sind ein freier Mitarbeiter bei einer bekannten Tageszeitung. Ja, und rezensiere Konzerte, schreibe Artikel über Musik. Aber ich spiele auch zurzeit jetzt wieder mehr. Das reizt mich besonders, auch Musik selber machen und spielen. Sie haben Konzerte hier? Auch das, ja. London, wo war das? Nein, in Exeter. In Exeter. In England. Und wie viele Stücke haben Sie so auf Lager? Oh, das ist schwierig. Im Kopf sage ich mal 200. Aber in den Fingern, das, was gerade notwendig ist, und das ist vielleicht ein Zehntel, so 20, das sucht man sich aus. Nochmal vielen Dank. Sie bekommen doch was anderes. Und zwar ein Blumenstrauß. Auch für Männer ist ja heute alles in. Ne? Sie ringen. Und der Applaus fehlt. Und falls Sie Durst haben sollten, noch ein kleiner Sekt. Man weiß ja nie. Hänge ich ihn auch. So, das wär's. Vielleicht noch ein paar Fragen aus dem Studio. Ja, also hier wird bezweifelt, dass diese Schaltung wirklich live ist. Ich würde sagen, am besten machen wir mal einen Uhrenvergleich, gucken, ob es genauso spät ist. Bei mir ist jetzt 13.31 Uhr, bei dir auch? Ja, also ich habe eigentlich die gleiche Uhrzeit. Und auch so, wir sind Team des SDR und der stellt gerade die Leitung her, also das geht schon. Gut, dann haben wir jetzt abgehakt. Vielen Dank nochmal und lass dir mal die Haare schneiden. Ne? Und tschüss. Danke. Ja, danke und nochmal zurück ins Studio und nochmal ein großes Dankeschön an die 9a und die 9b. B untereinander. So, jetzt habe ich eine kleine Pause. Ihr müsst euch dagegen jetzt ein bisschen anstrengen und euch konzentrieren, denn jetzt gibt es Informationen pur. Infotainment in höchster Vollendung, die Bach-TV News und gleich wird er sie moderieren. Der Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt, Tim Poignet. Dankeschön und herzlich willkommen bei den Bach-TV News. Gleich unser erstes Thema zeigt ein Highlight am Bach-Gymnasium, die Theater AG. Anfang Mai führte die Truppe ihr neuestes Werk auf, Andorra von Max Frisch. Zuerst wunderte man sich, ja man beschwerte sich fast, dass wir mit unserer gesamten Technik dort angerückt waren. Dann konnte man es nicht erwarten, das kopierte Material zu bekommen und einen Bericht in Bach-TV darüber zu sehen. Hier ist er, fast das volle Stück von Sebastian Gehr. Hey, ich bin sehr zufrieden. Ja, hat gut geklappt. Hat wenig Pannen. Beziehungsweise kleine Pannen gegeben, die meisten Leute überhaupt nicht merken, vor allem kleine Textverwechslungen. Ja. Nee, aber ansonsten toll gespielt. In der Tat, die Premiere von Max Frischs Andorra gelang. Seit Sommer letzten Jahres hatte sich die Theater AG hierzu vorbereitet und diese große Mühe hat sich nun ausgezahlt. Mit Andorra führte man diesmal jedoch ein ernsteres und hintergründigeres Stück auf als letztes Jahr mit der Dreigroschenoper. Verständnis oder Erkenntnis vermitteln, besser Erkenntnis, für die Atmosphäre, die Umstände, die Bedingungen, unter denen Fremdenhass und überhaupt Hass, der sich dann auf ein ausgegrenztes Objekt in der Gesellschaft richtet, entsteht. Und uns ist eben daran gelegen, diese Stimmung wiederzugeben. Bis jetzt in der zweiten Hälfte noch? In der zweiten Hälfte wird es jetzt sehr gesteigert noch, es endet ja dann auch tragisch. Also es endet eigentlich so, dass man, wenn man das Stück begreift und die Sache an sich, was abgeht, begreift, im Grunde nur wahnsinnig werden kann. Ich bin der André, das ist die Hauptperson im ganzen Stück. Und es handelt davon, dass dass ich ein Jude bin in Andorra. Und darum werde ich in verschiedenen Szenen immer weiter diskriminiert und misshandelt. Und die Leute haben eben ganz viele Vorurteile über die Juden, dass er geizig ist und alleweil ans Geld denkt, dass er kein Gemüt hat und kein Gefühl und dass er geil ist und so weiter. Und die verrennen sich immer weiter darin und schließlich wird dann Andorra besetzt von judenfeindlichen Schwarzen, die von drüben kommen und die auch Feinde der Andorraner sind und von denen wird dann der Andi schließlich umgebracht. Stimmt.
Am 3. Juni führte die Theater AG Andorra noch einmal während der Unterrichtszeiten einigen Klassen vor. Ob es nächstes Jahr jedoch noch eine Theater AG geben wird, steht noch in den Sternen. Die Leiterin Cornelia Brettschneider erwägt ihren Rücktritt, da ihr das Ganze zu anstrengend und zeitraubend ist. Sollte sie sich jedoch eines Besseren belehren lassen und nächstes Schuljahr die Theater AG fortführen, so gibt eine abgehende Schauspielerin dem Oberhaupt am Bach einen nett formulierten Vorschlag. Ich sagen, dass er etwas mehr Engagement in Bezug der Theater zeigen kann, weil wir kriegen kein Pfennig. Kein Pfennig, kein Pfennig. Danke, Herr Kraft, vielen Dank. Eine Gruppe von Lehrern fanat in die Idee, der Schule zu beweisen, dass es keine oder sagen wir lieber fast keine neonazistischen Bewegungen in ihrer Gemeinschaft gibt, veranstaltete vor gut einem Jahr einen Diskussionsabend zum Thema Ausländerfreundlichkeit. Eingeladen waren Referenten einer Friedensgruppe, ein Psychologe und eine Samariterin. Man stellte die Problematik sachlich fest und animierte die Zuhörer in 6 kleineren Gruppen über ausländerfeindliche Aktivitäten zu philosophieren. Leider hat man uns verboten zu filmen, deswegen können wir bloß schwarzes Material bieten. Wir bitten trotzdem um euer Verständnis. Ein Bericht des BachTV-Teams. Unfassbar, dass so etwas in unserer Nachbarschaft einem bisher unbescholtenen Bürger passiert ist. Noch unfassbarer, was unsere Lehrer für einen Wirbel um die Diskussion über diese Problematik gemacht haben. Letztes Jahr organisierte ein Trupp Lehrer einen Diskussionsabend zum Thema Ausländerfeindlichkeit an unserer Schule. Betroffene Ausländer, Lehrer, Friedensinitiativen und ein Psychologe kamen zu Wort. Wir bitten, das Schwarze Loch zu entschuldigen, aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde uns verboten zu filmen. Also genießt diese Impression der Dunkelheit. Im Hintergrund spricht Frau Denekamp über Sinn und Zweck dieser Aktion. Eigentlich auch ganz natürlich. Die Natur ist eben nicht für jeden geschaffen. Es ist also nur für den, der stärker ist. Ich steige nochmal kurz aus der Rolle. Das sind zum Teil. Einerseits viel Lärm um nichts, andererseits sachlich etwas zum Thema zu sagen, wie diese Nachahmung eines Kindes beweist. Ich könnte mir gar nichts Schrecklicheres vorstellen. Ja, für mich ist der Sinn des Lebens Kampf. Ein Kumpel von mir ist mit ein paar Leuten nach Kroatien gefahren. Die haben da eine Fahrradtour gemacht. Weil man da wirklich Kampf erleben kann. Es gibt ja auch manche Ziele. Ja, bei Verbieten wären wir ja wieder bei dem Punkt, dass wir sozusagen mit Gewalt die Sache machen. Dann einschränken oder umändern. Ja, dann wären wir wieder in der Zeit, an die wir uns ja nicht so gerne erinnern wollen, wo es sowas wie eine Reichszensurbehörde gab. Ich denke, das darf es auf keinen Fall sein. Wir haben ja eine Freiheit der Kunst und dazu gehört auch die Darstellung von Gewalt mit Sicherheit. Und wir haben unseren Nachrichtenmedien in der Vergangenheit immer mehr Gewaltdarstellungen. Wenn man sich mal eine Tagesschau vor 20 Jahren und heute anguckt, da wird man feststellen, heute muss man sozusagen mit der Kamera in die offene Leiche reingehen, damit überhaupt noch jemand zuguckt. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen für diese Reality-Shows oder so, spielt es eine ganz große Rolle, dass die Sender das Gefühl haben, wir müssen noch mehr Action, noch mehr dabei sein bieten. Und das ist sicher eine fatale Sache. Ich würde es trotzdem nicht verbieten wollen, weil ich denke, es spiegelt auch so ein bisschen den Zeitgeist wieder. Nur wenn die Fernsehmacher und die Filmemacher selber damit verantwortlicher umgehen und dann auf solche Dinge verzichten, dann wäre uns wahrscheinlich schon ein bisschen geholfen. Die Diskussion in Gruppen war ein Erfolg, leider viel zu kurz und es wäre bestimmt interessant gewesen, sie zu filmen. Aber leider verboten. Ein anderes Diskussionsthema in diesem Jahr war der Aufklärungsversuch zum Thema AIDS an unserer Schule. AIDS ist ja bekanntlich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, durch gemeinsames Benutzen einer Spritze oder eine Blutsbrüderschaft übertragbar. Nicht jedoch durch das bloße Anschauen eines Heimatfilmes. Elterliche Warnung, der folgende Bericht enthält Szenen, die laut der freiwilligen Selbstkontrolle erst ab 16 Jahren freigegeben werden können. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jüngere Kinder nicht alleine anschauen können. Die SMV unserer Schule hatte unter der Leitung von Jenny D. einen Informationsabend zum Thema AIDS organisiert. Er fand am 24. Januar diesen Jahres statt und war mit rund 50...
Du warst doch auf diesem genialen AIDS-Abend unserer Schule. Ja. Warum warst du da? Weil mich das interessiert hat, vielleicht. Hat es dir was gebracht? Ja. Hat es dir gefallen? Ja. Was hat dir gefallen? Also ich habe wenigstens mal dazugelernt, was ich noch nicht schon gewusst hätte, aber es hat... so ein Scheiß. Hey. Hey. Also es hat die Sachen wiederholt, was wir in Biologie gelernt haben. Was hat dir am besten gefallen? Oh, kann man schwer sagen. Die Gesprächsrunde war ganz gut. Hast du was dazugelernt? Naja, also nicht so arg viel, weil wir haben es auf einer Schule schon durchgenommen. Deswegen. Wen habt ihr in Bio? Die Frau Klein. Ja. Wie hat er euch gefallen? Oder wie hat er dir gefallen? Gut. Hast du was dazugelernt? Ja, einiges. Was hast du dazugelernt? Wie man sich verhütet und so weiter. Das war ja nicht gewusst. Doch schon, aber es ist halt weiter erweitert worden, das Wissen. Weißt du, was AIDS ist? Ja. Hast du schon mal drüber in Bio gesprochen? Nee. Warst du auf dem AIDS-Tag hier in der Schule? Nee. Warum nicht? Weiß nicht, hab keine Zeit gehabt. Aber sonst in der Schule? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Zeit hatte. Siehst du dich als Gefährdete an? Nö. Benutzt du Kondome? Nö. Gut, danke. Nur eine Frage, waren Sie auf dem AIDS-Tag hier bei uns in der Schule? Ja, war ich da, zumindest am Anfang. Dann musste ich einen Elternabend, das hat mir gut gefallen. Hat es Ihnen auch irgendwas gebracht? Wissen Sie jetzt mehr als vorher? Mir persönlich hat es nichts Neues gebracht, weil ich darüber informiert war. Achso, sind Sie sich als gefährdet an? Nein. Gut, danke. Auch im Schuljahr 93-94 fand wieder ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt statt. Thema auch dieses Jahr wieder die Rothäute. Lehrer aller Fächer beteiligten sich als Aufseher und Wissensvermittler. Hier zum Beispiel Herr Bollier beim Flötenbasteln. Vorne ist also das Anfangsstadium vom Paar Fletsch. Damals wurden dort Pfeile aufgehoben oder andere Wertgegenstände. Und die Schüler versuchen das jetzt auch. Das machen die dann auch alles noch. Was organisatorisches mal? Ja. Letztes Jahr war praktisch ziemlich das Gleiche, ne? Für die Achtklässler ebenso, Thema auch Indianer. Indianer. Hat es sich bewährt oder warum wiederholt? Es wird aus zwei Gründen wiederholt. Einmal, weil es sich bewährt hat und zum anderen, weil man aus Fehlern lernen kann und die abstellen kann und das Ganze noch versucht zu verbessern. Was sind das für Figuren? Ja, verschiedene Figuren. Das sind sozusagen diese Maskenträger. Das sind die Vermittler zwischen Menschen und den Göttern, die bei diesen Ritualen auftreten. Ja? Und die Hopis machen die auch in diesen kleinen Figuren. Die werden den Kindern geschenkt, damit die diese Kachina-Figuren kennenlernen. Das sind also nicht zum Spielen, sondern sind lediglich, Lernobjekte. Wo man die Religion näher zu kommen? Ganz klein. Zum großen Teil oder zum kleinen Teil? Manche Lehrer haben halt so ziemlich das Gleiche erzählt, bloß anders. Namen? Also ich weiß nicht, ich fand, beim Herr Wesch fand ich total langweilig. Herr Wesch, das war langweilig, oder? Haben die alle abgelesen oder haben sie frei gesprochen? Der Lust, also eigentlich haben ziemlich alle frei gesprochen, außer der Herr Wesch, der hat irgendwas vorgelesen aus dem Heft da. Aber alle halt mehr oder weniger das Gleiche. Ja, fand ich. Gut. Vielen Dank, herzlich. Neben den weltbekannten Holzfiguren wurden natürlich auch Schüsseln für den täglichen Hausgebrauch getöpfert. Eine Aktion, die genauso viel Spaß zu machen schien wie die Schmuckherstellung. Wir betreuen beide, sowohl die Herstellung vom Perlenschmuck als auch die Specksteinschmuck und Symbolherstellung. Organisatoren sind Herr Leist und Herr Large. Aber ich bin sehr intensiv beteiligt gewesen bei der Planung. Wieso wurde es wiederholt? Letztes Jahr gab es ja auch schon. Verbesserungsvorschläge haben wir gehört. Ja, es war eine Diskussion, ob wir was Neues machen sollten oder nochmal wiederholen. Und wir haben uns diesmal entschieden, nein, wir wollen mal was aus den Erfahrungen lernen und versuchen, was nicht gut gelaufen ist, besser zu machen und nicht gleich wieder was anderes probieren. Aber nächstes Jahr kann es eigentlich wird es wohl was anderes werden, ja. Man darf also gespannt sein, ob es die Lehrer im nächsten Jahr schaffen, sich auf ein anderes Thema zu einigen, an dem dann vielleicht auch mal andere Klassenstufen teilnehmen können. Ansonsten, same procedure as last year, James. Weihnachten im letzten Schuljahr stand ganz im Zeichen der Musik. Am 21.12. führte unser Chor amerikanische Spirituals auf. Die Matthäuskirche glich einem Hexenkessel, kein Platz blieb unbesetzt. 3 Tage später führte Herr Lust mit einer 9-köpfigen Gruppe moderne Weihnachtslieder auf. Letzteres fand vor allem bei den jüngeren Klassen irrsinnigen Anklang. Fast jeder sang mit und schwenkte eine Wunderkerze. Letztes Jahr an Weihnachten gab unser Chor englische Spirituals zum Besten. Die Matthäuskirche war so gut besucht, dass der nicht mindestens 20 Minuten früher kam, keinen Sitzplatz mehr bekam. Genauso wie unser Kameramann.
Beim Weihnachtsgottesdienst im Schuljahr 1993-94 wurden die Schüler von einer musikalischen Einlage unter der Leitung von Herrn Lust überrascht. Die Gruppe, die aus 5 Sängerinnen, einem Gitarristen, einem Bassisten und einem Keyboarder bestand, gab unter anderem Michael Jacksons We Are The World zum Besten und interpretierte traditionelle Weihnachtslieder. Selbst sonst eher mürrische und unmusikalische Lehrer zeigten ihre Begeisterung lauthals. Sie alle wollten sie sehen und persönlich um ein Autogramm bitten. Die Sängerin Chaka Khan war an diesem Tag wirklich nicht um ihren Job zu beneiden. Zuvor hatte sie den vielen Schülern, die den Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens am frühen Mittag des 15. März 1994 füllten, ein Konzert gegeben und außerdem einige Fragen beantwortet. Der Wunsch, doch den Hit zu singen, mit dem sie zusammen mit Whitney Houston die Charts stürmte, durfte dabei natürlich nicht fehlen. Also sang sie I'm Every Woman. Doch außer Fragen Sie Ihren Star, sagen Sie natürlich, ob Pop, Rap oder Jazz, alles war vertreten. Herr Kaiser vom Humboldt-Gymnasium, der das Ganze organisiert hatte, sah sein Fleiß belohnt. Er wurde dabei tatkräftig von der Sparkasse Mannheim unterstützt, die ihm die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellte. Da das geringe Eintrittsgeld von 5 Mark pro Schüler natürlich nicht ausreichte, um die Ausgaben zu decken. Herr Kaiser konnte außerdem noch den Jazzprofessor Jörg Reiter überreden, Chaka Khan auf dem Klavier zu begleiten. Das Highlight der Show, wie es gleich Chaka ausdrücken wird, war die Rap-Einlage einiger Schülerinnen, die sogar nicht einmal einen Spagat scheuten. Oh, that was the best. That was absolutely the best. This lets me know, you know, that I conveyed, you know, something of my spirit to them, and they really wanted to perform with me. I was very happy to have that. I think this is the highlight of the show. Chaka hat der Auftritt auf jeden Fall gefallen, und sie würde gerne eine solche Aktion wiederholen, jedoch mit kleinen Veränderungen. Well, I have to really make a good outline, and if I'm talking to children of this age, you know, who are not music students in college or whatever, because I first thought that's what it was. I have to know who to talk about. I have to get more dirt and more gossip for them. So I'll do that. Nächstes Jahr wird es übrigens wieder eine solche Aufführung geben. Herr Kaiser bemüht sich derweil, einen attraktiven Star ausfindig zu machen. Hello, I'm Chaka Khan, and I want to say greetings to all the viewers of TV Bach. Anlässlich des letzten Tages der offenen Tür veranstaltete Radio RPR am 11. September 1993 eine Feier, bei der unter anderem die Fantastischen Vier, Pur, Culture Beat und die Army of Lovers auftraten. Zugegeben, kein schulisches Thema, trotzdem haben wir für euch einige Eindrücke zusammengestellt. Thank you.
Ebenfalls eine Party in Ludwigshafen, aber eine weitaus kleinere, feierten die Schüler mehrerer Schulen unserer Region in der Walzmühle. Das Riesengebäude war gut besucht, ebenso wie die Biertheke. Jeder, der nüchtern war, hätte ein sachliches Statement abgeben können. Wir haben nur leider keinen gefunden. Ein Bericht von Sebastian Gehr. Dieses Jahr fand die Schulparty 94 am 22. April in der Ludwigshafener Walzmühle statt. Das Bach war eines von 7 Gymnasien Mannheims, die zu dieser Party geladen hatten. Einen großen Auftritt hatte die Band Running on Faith, da die 1800 Schüler, die ungefähr gekommen waren, richtig mitgingen. Auch die Disco-Musik, die sonst aus den Boxen kam, fand großen Anklang. Die Bach-Schüler waren jedoch größtenteils eher trink- als tanzfreudig. Kein Wunder, dass der Bierstand ausgerechnet von Bachlern geführt wurde. Ja, hallo Leute, ich grüße euch alle, die Party hier ist echt hier, weil der Seppel fährt mich noch heim und so und alles klar, bis dann, ich liebe euch alle, ciao. Sehr gut, unterhaltsam, nett. Hier fliegt total die Kuh. Also die Halle ist scheiße, aber sonst ist alles ganz gut. Ja, und die Schulen, die mitwirken, sind alle scheiße, bis aufs Bachgymnasium natürlich. Man darf den Organisatoren ein großes Lob aussprechen, da die Party über die ganze Distanz gesehen doch reibungslos ablief. Die Schülersprecherin Jenny Dvorak und einige Schüler des Karl-Benz-Gymnasiums sind hierbei besonders hervorzuheben. Meine Damen und Herren, also guten Abend, meine Damen und Herren Schüler von Bach TV. Als alter Schülerzeitungsredakteur freue ich mich natürlich, dass die elektronischen Medien nun inzwischen auch in der Schule Einzug gehalten haben. Aber immer schön bei der Wahrheit bleiben, nicht? Und keine Reality-TV-Inszenierungen, nicht? Und ordentlich immer voll gegen die Lehrer. So, das war's. Hallo, hier ist Rolf Schenker. Und Klaus Meine von den Scorpions. Als Party-Animal, jetzt haben wir gerne das volle Brett. Das ist richtig, aber wenn Alkohol im Spiel ist, heißt bei uns Hände weg vom Steuer. Das gleiche kann ich euch auch empfehlen, denn ihr gefährdet nicht nur euch selbst, sondern andere auch. Also, guckt einen aus, der nüchtern bleibt und euch nach Hause fährt, dann habt ihr Party-Time ohne Ende. Alles klar? Und so muss es sein. Stargas, eine Aktion mit gesundem Menschenverstand. Realisiert von der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, alle Seher von Bach TV, dem kleinen Bruder von NTV, zu grüßen. Kaufen Sie die Kassetten fleißig. Diese Ausgabe ist besonders interessant. Wir bei Karstadt bieten in unserer Tonträgerabteilung im dritten Obergeschoss alles, was der Musikkrieg braucht. Von den Maxi-CDs, die nach den Karstadt-Charts sortiert sind, über das Musikvideo dazu bis hin zum Angebot der Woche. Auch ausgefallenste Wünsche werden erfüllt. Wir bieten eine eigene Abteilung für Black Music, Filmmusik, Hard and Heavy und Neuerscheinungen der Spitzenmusik. Aber auch der Klassikfreund kommt bei uns voll auf seine Kosten. Nicht zu verachten sind unsere Sonderangebote, aktuelle CDs zu kleinsten Preisen. Bei uns gilt stets der Grundsatz, was wir nicht haben, besorgen wir innerhalb weniger Tage. Also, schau doch mal rein ins Musikparadies bei Karstadt, in der Breitenstraße näher der Kupfalzbrücke. Wir freuen uns prinzenmäßig auf euch. Ja, also viele Grüße von Dieter Mohr. Ich bin von Canale Grande. Ihr seht es gerade Bach TV, also Bach wie der Komponist, nicht Bach wie der Kommunist, weil Bach den Kommunisten gibt es nicht, also wie Bach der Kompodings. Viele Grüße. The city is a place to go to lift your spirits when they're low. So come on and join the fun. The city is number one. I found the city, sparkling spice of life. I found the city, sparkling spice of life. Jetzt deckt sich die optische Achse genau hier mit dem Mikrofonkabel. Sie können mich noch sehen und ich wünsche den Zuschauern von Bach TV alles Gute und danke fürs Zuschauen. Verschwitzt und ausgelaugt saßen sie auf der Bank. Auch dieses Jahr hatten die Lehrer beim Schulfußballturnier nichts zu melden
und schieden bereits in der Vorrunde aus. Klaus Peschke, der letztes Jahr mit seinen zwei Toren für Furore sorgte, hatte dieses Mal kein Glück und durfte mit seinem Sohn frühzeitig die Rheingoldhalle verlassen. Im Finale standen sich die 12. und die 13. Klasse gegenüber. Die 13. Klasse erwischte den besseren Start und ging bereits in der ersten Minute durch Jürselbahl jetzt gleich in Führung. Jürselbahl, der Schüler, der vielleicht nächstes Jahr wieder auf dem Bach ist, in der 13. Klasse. Doch Wiese kommt, das 1:1 folgte nun. Markus Schwander mit diesem Pass auf Tor und Daniel Aberlein verlängert mit dem Kopf 1:1. Der Torhüter von Aktien keine Chance. Nun musste die Entscheidung das Elfmeterschießen bringen. Sören Schipp schoss die 12er mit 1:0 in Führung. Und Tietke durfte nun das 1:1 schießen. Was er doch nicht machte. Weiterhin 1:0 im Elfmeterschießen für die 12er. Auch daran konnte Sascha Müller nichts ändern. Weiterhin 1:0, der verschoss für die 12er. Düsseldorf verschoss ebenso. Weiterhin 1:0. Falls nun Holger Müller treffen sollte, hätten die 12er gewonnen. Und er traf das 2:0 im Elfmeterschießen bereits die Vorentscheidung. Samuel Wörn macht ja noch einen Ehrentreffer. 2:1, im Endeffekt 3:1 für die 12er. Ganz im Zeichen des Schweißes stand das diesjährige Sportfest am 25. Juni. Kein Mensch kümmerte sich um die Ozonwerte, Hauptsache man war in Bewegung. Das gleiche Programm wie jedes Jahr, Rennen, Stoßen, Springen, filmte unser Team. Mit dem ersten Ü-Wagen übrigens der Welt, der in einen Variant passt. Dieses Jahr versuchten wir beim Sportfest einen Computer einzusetzen, der die Ergebnisse verarbeiten sollte. Leider hielt sich jedoch von Seiten der Organisatoren keiner an den Zeitplan, weswegen sich unsere Vorstellungen nicht ganz verwirklichen lassen konnten. Nichtsdestotrotz haben wir einige Aktivitäten aufgezeichnet. Bei den Mädchen der 6a gewann Nadine Schenk mit stolzen 23,05 Metern. Zweite wurde Daniela Blaschik mit 21,4 Metern vor Angela Thieps, die mit 21 Metern Dritte wurde. 100 Meter Lauf. Thorsten Krenz, Mirko Mebold und Ruka Nuganga sind die Läufer aus der 11b, die jeden Moment rennen werden. Hier funktionierte unsere Technik einwandfrei. Wie man gleich in der Zeitlupe sehen kann, gewann Thorsten Krenz vor Ruka Nuganga und Mirko Mebold. Im Weitsprung filmten wir die Mädchen der 11b und sahen den Sieg von Stefanie Janke, die mit 3,76 Meter ganze 24 cm vor der zweiten Simone Ute Schmidt war. Bronze gewann Nicole Burkhardt. Die Schwimmerinnen des Bach-Gymnasiums haben den Einzug ins Landesfinale verpasst. Im Oberschulamtsfinale in Bruchsal belegten sie nur den vorletzten Platz. Es sei jedoch hinzugefügt, dass die Mannschaft des Ursulinen-Gymnasiums in Mannheim nur den letzten Platz belegte, weil sie dort gar nicht angetreten war. Hier sehen wir einige Schwimmerinnen des Bach-Gymnasiums im Einzelschwimmen. Zum Beispiel Stefanie Zegowitz oder auch Susanne Mehnert, die nun rückenschwimmt. Gerne würde ich auch hier ein paar Ergebnisse sagen, jedoch leider bekam keiner der von den Organisatoren eine Ergebnisliste zugeschickt. Deswegen hier, sie wurde einfach vorletzte. Rücken. Und, bist du zufrieden mit dir? Ich glaub schon. Wie viele bist du geworden von den 5? Vorletzte. Nicht letzte. Ja. Hier nun einige Impressionen vom Staffelschwimmen. Ich hätte ja gerne einige Ergebnisse genannt, jedoch aus organisatorischen Mängeln wurden uns diese nicht zugeschickt. Deswegen genießen Sie einfach diese wunderschönen Bilder. Hier sieht man die Bachlerinnen bei der Preisverleihung und wie sie sich über den letzten Platz freuen. Gleich gibt uns Herr Kaiser einige Auskünfte. Ja, zufrieden bin ich eigentlich schon. Es ist immer schwierig für mich, da ich meistens als Kampfrichter eingesetzt bin und die Mannschaft selbst nicht betreuen kann. Aber ich glaube, der Michael hat es ganz hervorragend gemacht. Und ich weiß über Einzelzeiten jetzt noch nichts, aber ich nehme an, dass wir unsere Möglichkeiten optimal ausgenutzt haben. Scheinbar fand das Schwimmfinale in unserer Schule eine Nachahmer auf Chemiesaalebene. Getreu dem Motto, baue ich mir meinen Pool halt selber, fabrizierte eine Überschwemmung, der nicht einmal die altgedienten Deckenplatten im Biosaal standhielten. Selbst die Wand des Lehrerzimmers ist am Durchschimmeln. Gut gemacht, Aquarius. Auf Wiedersehen, Herr Studiendirektor Wolfgang Menger.
Am 29. September 1993 zelebrierte das Lehrerkollegium unter Ausschluss der Schülerschaft, die hatte nach der fünften Stunde frei, die offizielle Verabschiedung des seit 1976 amtierenden stellvertretenden Schulleiters, der 1960 aufs Bach wechselte. Helmut Fritsch gab auf dem Klavier einige seiner zahlreichen Stücke zum Besten. Jutta Schult hielt einen Vortrag über Odyssee und Kollegium. Der Lehrerchor sang zwei speziell auf Herrn Menger bezogene Lieder. Und damals wurde Wolfgang Menger mit Geschenken überhäuft. Herr Dr. Hans-Peter Kraft, Herr Dr. Joachim Bauer und Frau Evelyn Schallner hielten die Laudatio, bevor alle zum kalten Buffet strömten. Zum Schluss noch ein paar Kurzmeldungen. Nach 10 langen Jahren am Bach verlässt uns Herr Stetzler aus gesundheitlichen Gründen. Frau Nido Bitek geht nach Speyer, weil sie nach eigener Aussage einen Häuserblock von der dortigen Schule entfernt wohnt. Ein Neuzugang, nämlich Herrn Kluge, ein Kunstlehrer, gibt es im nächsten Jahr. Herr Tischer bekam ein Kind namens Jonas André am 8.6.94. Und Jakobs wurden gekrönt, und zwar mit einem Sohn namens Thomas, und der kam am 17.04.94 zur Welt. Und seit diesem Schuljahr verbessern Sport-AGs die Sportnote, wie das bisher bei Chor und Musik der Fall war. Das waren Sie, die Bach-TV-News, zum letzten Mal, wie schon gehört. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ihr schaut sie euch mehr als nur einmal an. Dankeschön. Seit vorletztem Jahr gibt es am Bach-Gymnasium eine Jazz-Dance-AG. Die Arbeitsgemeinschaft der Sport- und Französischlehrerin Heike Philipp-Denekamp wurde immer populärer und besteht nun sogar aus einer Anfänger- und aus einer fortgeschrittenen Gruppe. Beide Gruppen sind jedoch extrem kamerascheu, weswegen wir unsere kargen Interviews mit Bildmaterial vom Schulfest auffüllten. Im Anschluss an den Bericht werden Sie dann hier im Studio Calm Down von Salt and Pepper sehen. Jeden Montag trifft sich die Jazz-Dance AG in der großen Sporthalle zum Training. Um 14:45 dürfen die Anfänger ran und eine halbe Stunde später nehmen die Fortgeschrittenen ihren Platz ein, die den Anfängern ein Jahr voraus sind. Heike Philipp-Denekamp ist heute wie damals die Leiterin und das mit großem Erfolg. Beim letzten und diesjährigen Schulfest wurde ein Auftritt der Jazz-Dance AG von Seitenorganisatoren immer gewünscht, was uns dazu inspirierte, sie ebenfalls auftreten zu lassen. Some sort of prototype I serve today. You see, tomorrow's dream has never been a part of me. Consume today and leave the rest behind you. Tomorrow's a surprise party, buy a ticket too. Was ermutigt denn die Anfänger, in die AG einzutreten? Meine Mutter hat gesagt, ich sollte vielleicht eine AG machen, irgendeine. Und hat mir dann ein paar vorgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das hier mal aus und es war ganz gut. Bleibst dabei? Ja. Vom diesjährigen Schulfest haben wir auch einige Aufnahmen gemacht. Wie bereits erwähnt, war die Jazz-Tanz AG auch Teil des Showprogramms. Die Anfänger erlebten ihren ersten öffentlichen Auftritt, sind jedoch noch zu scheu, um bei uns aufzutreten. Die Fortgeschrittenen wollten ihre anspruchsvollere Nummer so fehlerfrei wie möglich präsentieren, doch ganz reibungslos ging es nicht. Ist die Aufführung gelungen? Von meiner Seite her nicht so besonders. Nervös? Ja, genau, ich habe deinen Einsatz verpasst. Zu spät, also hast du alles 2 Sekunden später gemacht? Nein, am Anfang nur. Dann wurde ich schneller und dann war ich im Tempo. Die Fläche war zu klein. Zu klein? Für unseren Tanz. Für unseren Tanz brauchten wir eine größere Fläche. Und dann waren wir dann, nach dieser Rolle lagen wir alle an der Wand und das war ein bisschen das Problem. Calm down! Calm down! Calm down! Calm down! Calm down! Yeah.
Und das als Andenken, ne? Oh, danke schön. Die teile ich dann auf in der Gruppe. Hier dürfen Sie, Blümchen. Haben genügend. Vielen Dank, auch an euch. Danke. Der kommende Beitrag hat nun etwas mit unserem Trailer zu tun. Die Musik und das Geflackere stammen nämlich vom Interviewmagazin 0137, das einmal auf Premiere lief. Moderator von 0137 war Roger Willemsen, wofür er unter anderem den Adolf-Grimme-Preis bekam. Im Frühling letzten Jahres macht er sich selbstständig und ist seitdem Gastgeber von Willemsen, das Fernsehgespräch. Im Januar waren wir bei ihm und haben ihn interviewt. Vor 4 Jahren sah das Leben von Roger Willemsen noch ganz anders aus. Er lebte als freier Autor in London und verdiente sich sein Geld als Nachtwächter. Verheiratet ist er bis heute noch nicht und Kinder setzte er ebenfalls noch nicht in die Welt. Dann veränderte sich sein Leben abrupt. Auf Vorlesungsreise war er in Deutschland, als er angesprochen wurde, sich doch mal als Moderator eines völlig neuen Interviewmagazins zu bewerben. Mit neuer Brille und neuer Frisur war er schließlich am 28. Februar 1991 auf Sendung. Der Pay-TV-Sender Premiere hatte ihn tatsächlich als Moderator von 0137 engagiert. Doch The Nobody wurde immer berühmter und beliebter. Für ihn kam das sogar etwas überraschend, da er Premiere für einen unbekannten Sender hielt. Kein Wunder, Roger Willemsen hatte selbst gar keinen Fernseher. Ich habe gesagt, wenn ich zum ersten Mal auf der Straße erkannt werde, dann kriegt der Mensch, der mich erkennt, eine goldene Uhr. Und dann war es so, dass ich vor einem Hotel stand und gegenüber arbeitete jemand und überquerte die Straße und näherte sich mir und sagte, Sie sind doch der Ansager von Premiere. Da habe ich gesagt, die Premiere hat keinen Ansager. Und dann sah ich, dass er schon eine Uhr hatte und da habe ich gesagt, dafür kriegt er schon mal gar keine Uhr. Dabei ist es dann geblieben. Und die Uhr haben Sie immer noch. Die Uhr wurde nie angeschafft, weil ich gedacht habe, es erkennt mich doch niemand. Ich habe ja gedacht, das ist ein Programm, was niemand sieht. Und ich war dann wirklich überrascht, dass irgendwann tatsächlich Öffentlichkeit entstanden ist für die Sendung. Und damit für mich. 1993 fasste er den Entschluss, 0137 zu verlassen, da er ein Angebot vom WDR hatte, dort eine Sendung moderieren zu dürfen, in der er eine Stunde lang einen Gast befragen könnte.
Als der erste Strahlungstermin von No Talk jedoch immer näher rückte und ein normaler Anfang der Sendung noch nicht in Sicht war, warf Frogger Willemsen kurzerhand das Handtuch. Zu realisieren, das heißt, wir haben kein Studio gehabt, wir haben keine Möbel gehabt, wir haben 2 Monate vor der Sendung einen Piloten drehen sollen, der nie gedreht worden ist. Wir waren schließlich 2 Wochen vor der Sendung und niemand hat gefragt, wo ist euer Pilot. Wir haben keine Hausausweise gehabt, wir haben keinen Archivzugang gehabt, weder zu Bild- noch zu Tonarchiven. Man kann eine solche Sendung mit 2 fotokopierten Blättern zur Biografie einer Person, die nicht machen, sondern sie basiert im Wesentlichen darauf, dass die Recherche sehr gut ist und dass sie auch rappelfest ist. Und insofern habe ich den WDR darin wirklich kritisieren müssen, dass er mir unabhängig einer sehr ungünstigen Konstellation zwischen mir und dem Redakteur, weil da sehr wenig gemeinsames Verständnis von der Sendung da war, dass sie mir im Grunde genommen nichts an die Hand gegeben haben, sondern eigentlich davon ausgegangen sind, wir kaufen den Namen, setzen den in einen Raum, wie immer der Raum auch möbliert ist, und der wird es schon irgendwie über eine Stunde tragen. Roger Willemsen kehrte nun nach Hamburg zurück, wo er sein Sendekonzept bei Premiere verwirklichen konnte. Seit dem 3. Juni 1993 gibt es nur eine Fernsehsendung, in der ein bekannter deutschsprachiger Gast 60 Minuten lang befragt wird. Da der Moderator eine wichtige Rolle einnimmt, benannte Roger Willemsen seine Sendung nach sich und fügte noch das Fernsehgespräch hinzu. In der Regel wird jede Sendung aufgezeichnet und montags ausgestrahlt. Nur beim Interview mit Harpe Kerkeling war das anders. Hier ungefähr, beschreib doch mal. Also ich bin im Studio Hamburg, hier in Hamburg. Ja, kennst jetzt du das? Ich ganz andere Leute. Wo denn? Im Studio Hamburg bist ja, du? Irgendwo in einem dritten Stock. Das ist ja ein Ding. Es ist warm und Herr Kerkeling, gucken Sie nach vorne. Wo ist denn vorne? Eine Sendung hat Produktionskosten von etwa 100.000 Mark. Premiere ist jeweils der Auftraggeber, wobei zwischenzeitlich Vox die Zweitverwertungsrechte hatte. Produzent ist Peter Schwarzkopf. Im Herbst wird Roger Willemsen zusätzlich 2 Sendungen beim ZDF machen. Man kann also sagen, dass der Autor und Kolumnist der Wochenzeitung Die Woche den Durchbruch geschafft hat. Bei unserem Interview im Januar verriet er uns noch andere Dinge, oftmals klar, lustig und ironisch formuliert. Das hängt mit vielem zusammen. In 137 hätte eigentlich das Potenzial eines Klassikers gehabt. Und das Magazin hat sich aber unter vielerlei Einflüssen immer mehr zu einem Magazin entwickelt, in dem man nicht mehr nach dem Prinzip der Tageszeitung arbeitet, wie ehemals, wo es hieß, Gast 1 ist Seite 1 der Tageszeitung, Gast 2 ist Seite 3 der Tageszeitung, also Hintergrund oder Wissenschaft oder Schicksal, und Gast 3 ist von der bunten Seite oder von Vermischtes hinten. Und mittlerweile hat man dieses Prinzip aufgegeben und hat die Sendung sehr viel bunter und sehr viel mehr nach einem Boulevardmagazin gestaltet. Und das hat in vielerlei Hinsicht der Sendung vermutlich nicht genützt. Lässt? Also Kohl wird sich von mir nie interviewen. Also aus dem einfachen Grunde, erstens, weil er klug genug ist und wahrscheinlich sich vor den Fragen scheut. Und selbst wenn er nicht klug genug wäre oder wenn es gar nicht so schlimm für ihn würde, dann hat Herr Kohl immer noch die Praktik von afrikanischen Diktatoren, die sich ihre Journalisten selber aussuchen. Und das kann man vielleicht mit der Meinungsfreiheit in Deutschland schlecht vereinbaren. Aber dieses Gebaren von Herrn Kohl ist mit Sicherheit antidemokratisch. Dazu bekennt er sich, und jetzt hat er seine eigene Fernsehsendung, Was nun, Kanzler? Das ist ein zitterndes Häufchen Scheiße in wesentlichen Teilen. Wollen Sie noch mehr wissen? Harald Schmidt ist ein gut frisierter Moderator mit einem soliden Sinn für Humor, einer tiefen Immoral, und das ist das, was ich am allermeisten an ihm bewundere. Er ist ein absolut außermoralischer Mensch, und dahin muss man sich erstmal bringen, vor allem wenn man so ein Gesicht hat. Von Thomas Gottschalk habe ich mal gesagt, er ist ein Stück deutscher Pubertät, das würde ich auch nochmal wiederholen. Das habe ich auch in seiner Anwesenheit gesagt und das hält er mir seitdem immer nach. Ich kann an Wolfgang Lippert buchstäblich nichts entdecken, was mich in irgendeiner Weise stimuliert. Und wenn, dann ist es gräuslich. Also es ist dann der absolute Widerstand, dass ich mir etwas angucke, was mich die ganze Zeit im Rücken krault. Den Papst würde ich gerne nach der Frequenz seiner Masturbationen befragen. Das würde mich wirklich interessieren. Das muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig angehen. Aber wahrscheinlich findet auch das beim Papst unbefleckt statt. Und das ist das, was mich besonders interessiert. In Deutsch? Auf Italienisch würde ich ihn das fragen. Also oder auf Polnisch. Können Sie Polnisch? Nein. Vor fast 2 Jahren fand der letzte deutsch-italienische Austausch am Bach-Gymnasium statt.
Da in nächster Zeit ein weiterer gestartet wird, zeigen wir euch als Vorgeschmack einen Beitrag über den bereits erwähnten aus dem Jahre 92. Guten Abend, wir sind hier am Mannheimer Hauptbahnhof, heute am Samstag, den 5. Dezember 1992. Und in wenigen Minuten, genauer gesagt, in 10 Minuten kommen Italiener an. Die italienische Austauschschülergruppe, die hier hinten dran ihre deutschen Korrespondenten erwartet. Was ist Ihre heutige frohe Botschaft? Ich begrüße unsere italienischen Austauschschüler. Sie laufen dabei. Und da kamen sie endlich. 15 Italienerinnen aus Ancona trafen um 20.30 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof ein. Sie sollten eine Woche in einer deutschen Gastfamilie verbringen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, da sie kurz vorm Abitur standen. Eine der eigentlich 16 Italienerinnen musste in Italien bleiben, da sie Mutter zu werden drohte. Eine zweite der nur noch 50 verbliebenen Italienerinnen feierte übrigens am zweiten Aufenthaltstag ihren 18. Geburtstag. Trotz dieses folgenschweren Ereignisses folgte sie ihren Kameradinnen nach Deutschland, wo sie mit dem Organisator Karl-Heinz Borsell zusammen die Gegend durchstöberten. Auf dem Fahrplan stand unter anderem der Weihnachtsmarkt von Michelstadt, die Eichbaumbrauerei in Mannheim, das Heidelberger Schloss Bad Dürkheim, das Mannheimer Planetarium sowie die BSF und die Mannheimer Innenstadt. Okay, noi siamo arrivati adesso a Heidelberg. Facciamo prima il giro della città, poi ognuno. Wie man der Rede der Lehrerin entnehmen kann, befinden wir nun uns in Heidelberg, in der Kurpfalz, die Stadt schlechthin, die jährlich von 3 Millionen Touristen heimgesucht wird. Wie schon beim deutsch-französischen Schüleraustausch leitet auch diesmal Frau Philipp Denekamp die Führung. Die Route war dieselbe. Manch einer Italienerin wurde es zu langweilig. Vielleicht verstand sie aber auch nichts. Dieser Marktplatz war wie alle anderen sogenannten Sehenswürdigkeiten ein Muss für jeden italienischen Fotografen. Telefonzellen und Briefkästen wurden übrigens auch regelmäßig gestürmt. Nun ging es hinauf zum Schloss. Zum Andenken wurden auch Gruppenfotos geschossen. Wir filmten diese Prozedur. Für wen nehmen Sie auf? Ich möchte dazu keine Angaben machen, das ist nämlich nicht erlaubt, privat hier aufzutreten. Bis auf das war die Abfahrt doch bewegend. In wenigen Tagen, die Italienerin mit dem Bachner verbracht hatten, war eine tolle Verständigung entstanden. Zukunftspläne wurden geschmiedet, die von einer Mutter gleich konkretisiert werden. Wunderbar! Also wie unsere eigene Tochter. Also am liebsten hätten wir sie bei uns. Gut, ihre. Ja, ja. Also wir haben keine Probleme. Und mit der Lucia schon mal gar nicht. Also die Lucia, die wird auch wieder kommen. Ja, hat sie gesagt. Und wir gehen auch nach Ancona. Das ist also auch alles klar. Wie schon in Ancona wurde auch in Deutschland viel gesungen. Symptomatisch, dass bei der Abfahrt schon wieder gesungen wurde. Viele liefen so weit wie möglich neben dem Zug her, auch ein Zeichen von Freude. Normalerweise müsste jetzt Herr Dr. Karl-Heinz Borsell unser Studiogast sein. Und er würde dann hier sitzen und würde einen netten Blumenstrauß über euch bekommen oder einen Sekt, was weiß ich. Aber er ist halt leider nicht da. Deswegen gehen wir nun zum nächsten Bericht. Gut 200.000 Zuschauer sehen sich von Montag bis Freitag die lokale Sendung RNF Live an. Bei 1,4 Millionen Menschen, die um diese Uhrzeit in diesem Raum fernsehen, macht das einen Marktanteil von 40% aus. Als wir am 7. Mai letzten Jahres in der Sendung interviewt wurden, nahmen wir die Möglichkeit wahr und begleiteten das Team. Ein Tag bei RNF. Seit dem 1. Januar 1983 gibt es das Rhein-Neckar-Fernsehen und seit dem 15. September 1986 können wir es werktäglich live um 18 Uhr auf RTL sehen. 30 feste Mitarbeiter hat das Team von Bert Siegelmann, der zugleich Herausgeber und Chefredakteur ist. 4 Moderatoren und 5 Nachrichtenverleser teilen sich von Woche zu Woche die Arbeit vor der Kamera. Finanziert wird das Rhein-Neckar-Fernsehen durch Werbeeinnahmen und durch Filmaufträge. Einen besonderen Status nimmt hierbei der Kölner Fernsehsender RTL ein. Das Wochenende steht vor der Tür. RTL. RTL ist unser Programmpartner. Wir nutzen gemeinsam mit jeweils eigener Frequenz, eigener Lizenz diese Frequenz. Wir sind Landesstudio für RTL Plus für den deutschen Südwesten, aber wir sind nicht gesellschaftsrechtlich verflochten. Das heißt, jeder arbeitet auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko. Das, was wir für RTL leisten, wird von RTL bezahlt. Und soweit haben wir einen Vertrag. Aber RTL redet uns in unser Programm nicht rein und wir reden RTL in deren Programm nicht rein. RNF Live zeichnet sich auch durch seine einzelnen Rubriken aus. Da wir an einem Freitag beim RNF waren, konnten wir Sascha Spataro und seinen Kameramann Julius nach Weinheim begleiten, wo die Aufnahmen zum Aufreger der Woche stattfanden. Sascha Spataro war es auch, der uns am Abend interviewte. Bevor er von Bert Siegelmann zum RNF geholt wurde, arbeitete er auch bei vielen Zeitungen, wie zum Beispiel der Rheinpfalz und Mannheimer Morgen. Seine Jugend hatte der gebürtige Rumäne in Frankreich verbracht. Trotz des aufopferungsvollen Lebens macht es ihm in seinem Beruf riesig Spaß.
der faszinierendste, interessanteste, wunderschönste Beruf, den es überhaupt gibt. Bert Siegelmann begann auch bei den schriftlichen Medien. Vor allem als Schüler zeigte er sich sehr aktiv. Ich habe Abitur gemacht, habe Jura studiert, habe während des Jurastudiums dann auch angefangen als freier Mitarbeiter und dann als Werkstudent und alle möglichen solche Sachen bei der Tageszeitung, manchmal morgen zu arbeiten. Und habe dann auch mein Berufsziel, Redakteur zu werden, über ein Volontariat erreicht. Und zum Journalismus kam ich einfach, weil ich ursprünglich Tierarzt werden wollte und dann eine Schülerzeitung gemacht habe für alle Mannheimer Gymnasien. Die hieß damals die Mattscheibe. Hatte ja, ohne dass wir es damals wussten, schon einen beziehungsreichen Namen. Und dann bin ich eigentlich über die Schülerzeitung letztlich zum Fernsehen gekommen. Die gibt es aber nicht mehr, die Zeitung. Nein, die ist dann, die haben wir liquidiert damals, ganz planmäßig, weil wir keine Nachfolger gefunden hatten. Das war eine Zeitung für alle Mannheimer Gymnasien. Ich habe deswegen auch mal die Schule wechseln müssen, weil mir der Kommentar wichtiger war als die Meinung des Lehrers. Und insoweit war es schwer, Nachfolger zu finden. Von welcher Schule sind Sie angeflogen? Ich war am Anfang im Tuller-Gymnasium, bin dann ins Kurpfalz-Gymnasium und habe mein Abitur wieder auf dem Tuller-Gymnasium. Der Herr ganz rechts war auch einmal auf dem Tuller. Herr Dr. Kraft war einer von zahlreichen Bachlern, die sich von der Tribüne aus die Sendung ansahen. Während unseres vierminütigen Auftritts waren auch Sie im Fernsehen zu sehen. Zusammengestellt wurde die Sendung in diesem Schneiderraum. Kamerabilder werden hier empfangen, Matzen eingespielt, Inserts platziert, Tonquellen gemischt. Aufseher war Bert Siegelmann, dem die Sendung jedoch nicht sonderlich gefiel. Sein Kommentar? Halt eine Freitagssendung. Auch sieht er es als nicht so tragisch an, dass RNF Live nur so wenig Sendezeit hat, da ein Viertel der allabendlichen Sendungen aus Werbung besteht. Das ist nicht eine Frage der Länge der Sendezeit, das ist die Frage, was kann man aus Sendezeit machen? Gehen Sie mal davon aus, aus einer Minute 30 in eine Minute 30 Filmbericht können Sie so viel Informationen reinpacken, wie in einen normalen, dicken Zweispalter bei der Tageszeitung, weil wir ja dreidimensional quasi arbeiten. Und insoweit ist 45 Minuten auszubauen, glaube ich nicht. Die Tagesthemen bringen in 30 Minuten die gesamte Welt. Warum sollten wir das hier nicht schaffen für das Rhein-Neckar-Dreieck? Der Sinn und Zweck von RNF Live ist primär, die Menschen aus dem Dreiländer-Dreieck zu informieren, als zu unterhalten. Trotzdem verliert es manchmal seine Ernsthaftigkeit, insbesondere am 1. April. Also ich habe einen gemacht, der kam ganz gut an. Da hatte ich den oberen Teil des Fernmeldeturms in Mannheim elektronisch wegretuschiert und habe eine große Transall-Maschine der Amerikaner rüberfliegen lassen und habe gesagt, es muss jetzt sein, es war damals so kurz vor, hatte was mit Golfkrieg zu tun und da haben wahnsinnig viele Leute angerufen und gesagt, ist es denn wirklich möglich? Also Mannheim natürlich nicht, aber es war aus der Pfalz und aus Heidelberg und sich total entsetzen. Wir können abschließend sagen, dass uns der interessante Aufenthalt sehr gefallen hat. Auch nahmen wir die Gelegenheit wahr, uns zu erkundigen, wie man am besten Journalist wird. Hierzu Chefredakteur Bert Siegelmann. Abitur, danach Studium, nicht unbedingt ein medienspezifisches Studium, also nicht so zum Fachidioten ausbilden, sondern ein Studium, das die eigenen Intentionen berücksichtigt, Jura, Betriebswirtschaftslehre, Medizin, weiß der Teufel was, in der Zeit den Kontakt zu Medien suchen, sinnvollerweise bei der Zeitung vielleicht anfangen, schreiben lernen erstmal. Und dann nach Abschluss des Studiums ein einjähriges Volontariat und dann hängt es von den jeweiligen persönlichen Fähigkeiten ab, ob nicht jeder ist fürs Fernsehen geeignet, nicht jeder fürs Radio, nicht jeder hat Stimme, nicht jeder hat Aussehen. Ja. Der Sportredakteur Wolfgang Grünwald, für den sein Beruf unter den drei Schlagworten Alkohol, Frauen und Rauchen steht, gibt nun unseren Zuschauern noch einen nett ausgedrückten Programmtipp. Sascha Spataro wird das Ganze wohl auf eine andere Art und Weise ausdrücken. Okay, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, schaltet auch morgen wieder ein. 18 Uhr, 18.45 Uhr auf RTL, das Rhein-Neckar-Fernsehen. Ihr werdet umfassend informiert, qualitativ hochwertige Beiträge. Ihr seid auf dem Laufenden, was in der Region passiert. Wenn ich einen von euch nicht auf dem Bildschirm morgen sehe, vor dem Bildschirm morgen sehe, dann ziehe ich euch dort dermaßen die Löffel lang. Dankeschön. Das war eine der größten Lügen, die ich jeweils gehört habe. Danke, Herr Spataro, wir geben zurück ins Studio. Jeden Dienstag um 22 Uhr beginnt auf Sat.1 eine Sendung, bei der es oftmals heiß hergeht. Einspruch heißt die Sendung und Ulrich Meier, der Moderator. Bei unserer Berlin-Reise haben wir auch bei dieser Sendung hinter die Kulissen geschaut. Die Umgebung, in der Einspruch gedreht wird, gleicht eher einem Bergwerk als einem Fernsehstudio. Es ist die Kulturbrauerei in Berlin. Hier läuft jeden Dienstag live Ulrich Meiers Einspruch. Jeden Dienstag wird auch die gesamte Dekoration von neuem aufgebaut.
Die Ränge für die Zuschauer und die bekannten Diskussionspulte. Das Studio, wie es jeder kennt, der auffällige Teppich und die beiden Seiten Pro und Contra zum Thema des Abends. Bevor die Sendung jedoch läuft, probt Meyer die Ankündigung des Themas und auch die Namen und Positionen der einzelnen Redner, das heißt Mitglieder seiner Redaktion, tragen Namensschilder und vertreten die Diskutanten. Auch die Interviews in den Zuschauerrängen werden geprobt. Noch mit fiktiven Gästen, versteht sich. Auch eventuelle Show-Einlagen, die natürlich ganz zum Thema passen, werden geprobt. Dabei kommt es schon mal vor, dass ein Penis frei in Erinnerung läuft. Kurz vor 22 Uhr ist es soweit. Die Zuschauer werden eingelassen. Die Karten gibt es bei Sat.1, es ist manchmal nur schwer, welche zu bekommen. Wenn alle Zuschauer sitzen, werden sie angeheizt, das heißt instruiert, wie und wann sie zu klatschen haben. Ein typischer Ulrich-Meyer-Applaus muss sich schon von dem der Heimatmelodie unterscheiden. Journalist war, als ich Abitur machte, einer von drei Möglichkeiten. Entweder Journalist oder Diplomat oder Arzt. Ich habe mich dann schließlich auf Umwegen für den Journalismus entschieden. Sie haben ja zuerst Medizin studiert. Richtig. Dann abgebrochen. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich ein Volontariat gemacht bei der Kölnischen Rundschau in Köln. Volontariate sind ja sehr schwierig zu bekommen, dieses Training on the Job im Journalismus, wenn man eigentlich außer der Vermutung, Talent zu haben, relativ wenig in sich herumträgt. Und die Kölnische Rundschau hat mir damals die Möglichkeit gegeben, das mal zu versuchen, nicht in einer Schülerzeitung, sondern tatsächlich im Blatt. Das hat offensichtlich auch ganz gut funktioniert, weil ich da relativ schnell aufgerückt bin. Ich bin also mit 25 stellvertretender Lokalchef gewesen in Köln. Und das ist für so ein Großstadtblatt natürlich schon was. Die größte Redaktion im Haus ist das gewesen. Und das hat großen Spaß gemacht und wir haben viele Fehler gemacht, vor allen Dingen ich. Aber ich habe sehr viel daraus gelernt. Das heißt, ich habe eine Firma gegründet und wir haben uns überlegt, wie kann man hier eine Sendung produzieren und wie kann man sich auf ein Format konzentrieren. Das haben wir gemacht. Ein Rüttelmaß an Idealismus, vor allen Dingen auch an Risikobewusstsein bewahrt. Und ich hoffe, dass ich vor diesem journalistentypischen Zynismus mich noch etwas bewahren kann. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir schon Feuilleton Menschen hier und es wird immer noch gerufen und gebrüllt. Das wollen wir nicht. Sie haben Ihren Gedanken zu Ende geführt, wir haben ihn verstanden. Ja, ich wollte was sagen. Wir haben im vergangenen Jahr auf einem Donnerstagssendeplatz gekämpft und haben uns, soweit das möglich war, gegen Hans Meisers Notruf zu behaupten versucht. Es ist eine sehr schwierige Situation gewesen. Hans Meiser mit seinem Notruf damals neu, der absolute Shootingstar als Sendetyp in der Saison 92-93, hat natürlich abgeräumt, aber wir haben dennoch versucht, unsere 3 Millionen Zuschauer zu gewinnen, was gedauert hat, aber wir haben es dann schließlich geschafft und waren dann der Meinung, nachdem es einige, sagen wir mal, Auseinandersetzungen oder sonst was gegeben hat, dass wir uns auf den Dienstagssendeplatz bewegen wollten. Wir hatten mal den Montag eigentlich im Auge gehabt, aber als RTL das erfahren hatte, sind sie sofort auch ausgewichen auf den Montag, dann wieder auf den Dienstag zurück. Da ist also hinter den Kulissen noch einiges an Bewegung im Gange. Da wir das wussten, haben wir dann mit Bedacht den Kampf 1:1, Mann gegen Mann, wenn Sie so wollen, aufgenommen. Und jetzt hat RTL vor einigen Wochen gesagt, na gut, also jetzt nehmen wir Olaf Kracht von dem Dienstag weg und packen ihn auf Montag. Das hat wiederum zur Folge, dass ich jetzt den alten Quincy gegen mich habe, eine Sendung, die 10 Jahre alt ist, die aber so clever in das Programm eingebunden ist, dass sie nie wissen, wann hört Columbo auf und wann fängt Quincy an. Das heißt, dieser Kick umzuschalten stellt sich im Regelfall gar nicht ein. Ich will nicht sagen, dass wir darunter leiden, aber das ist für uns eine etwas neue Situation. Nichts ist wahrhaftiger als der Mensch. Aber wenn es und Sie verleugnen sich als Mensch. Überhaupt nicht. Weil wir hier ganz normale Menschen haben, weil wir Menschen hier haben, die aus einer Arbeitsumgebung kommen und die, wie wir denken, sich in einer Arbeitsumgebung, die deutlich Arbeitsspuren auch zeigt, wohler fühlen als in einem Fernsehstudio, was ja leicht dazu neigt, so eine sterile Atmosphäre aufzukommen. Machen Sie heute die Lottozahlen, morgen Sportsendung, übermorgen machen Sie unsere Sendung und übermorgen machen Sie die Heimatmelodie oder sowas. Das sind Dinge, die absolut ungut sind. Deshalb haben wir uns diese Atmosphäre ausgesucht. Das ist eine alte Werkhalle gewesen, darin ist gearbeitet worden, geschwitzt, geliebt, gestreikt, getobt, alles. Dort hat Leben stattgefunden und findet es immer. Aber Sie müssen auch bedenken, dass Sie nur 55 Minuten zur Verfügung haben. Das ist sehr, sehr wenig für 6 Diskutanten, manchmal einige mehr auf der Tribüne. Und da muss man sehr stark steuern. Das tue ich auch mit einem ganz bestimmten Anspruch, weil ich den Eindruck habe, ich weiß eigentlich sehr viel über die Menschen, die bei uns in der Sendung auftauchen. Die Kollegen haben sehr umfangreich mit ihnen gearbeitet.
Aus diesem Grund binde ich mich ein, weiß aber natürlich, dass darin auch die größte Fehlerquote liegen kann. Denn wenn Sie jemanden fordern, ihn mit Zwischenfragen auch in eine ganz bestimmte Richtung versuchen zu positionieren, von der Sie wissen, dort hat er seine wesentlichen Argumente, und ihn dann unterbrechen, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass er dann doch gerade in diesem Augenblick das Wesentliche hat sagen wollen. Also da können Sie sich von Fehlern niemals freisprechen, im Gegensatz, da liegen Sie. Wir nehmen das mal mit. Herr Kuchulain, Sie sagen, also wer sich gegen Nackte auf der Bühne ausspricht, Herr Kern hält das ja ohnehin für einen Skandal, dass man jetzt noch darüber redet, aber ich könnte mir vorstellen, dass man immer mal wieder darüber reden kann. Das ist Doppelmoral, die Sie hier den Damen und Herren ankreiden. Wieso ist das Doppelmoral? Das verstehe ich nicht. Ich bin eigentlich der Zuschauer. Ich stehe da und überlege mir, was mag sich der Zuschauer eigentlich im Moment fragen? Denn er hat ja nicht die Möglichkeit, an der Diskussion teilzunehmen. Und der Zuschauer nimmt möglicherweise, wenn er denn nicht Partei ergreift für eine der beiden Seiten, das Ganze als Extremsituation wahr. Er sagt sich, Mensch, die einen verstehe ich nicht, die anderen verstehe ich auch nicht. Wo sehe ich mich denn da? Und das ist im Regelfall die Fragestellung, die ich versuche durchzuhalten. Das ist natürlich auch Partei, allerdings Partei, die nicht an der Diskussion teilnimmt. Eben gefragt, wird mit mir in dieser Halle da drüben stattfinden? Soll eine Auseinandersetzung sein zwischen Kindern und Erwachsenen. Im Regelfall, weil ich Kinder wirklich meine, so zwischen 10 und maximal 15 vielleicht auch etwas mehr 14. Kindern werden ja Regeln im Regelfall gesetzt. Da wird gar nicht lang diskutiert, sondern das hat so zu sein, so verhält sich das und entweder du frisst das oder es gibt irgendwie Druck auf die irgendeine Art und Weise. Und die Familiensituation lässt es ja in sehr vielen Familien gar nicht mehr zu, dass den Kindern das auch auseinandergesetzt wird. Warum das so nun gut ist, möglicherweise für sie, was man an Argumenten dagegen haben kann, das versuchen wir mit diesem Format Kindereinspruch mal auf den Bildschirm zu bringen. Ob das gelingt, das weiß ich nicht. Das ist also in der Tat ein Experiment, wobei ich denke, dass die journalistische Seite wohl funktionieren wird. Es ist nur die Frage, ob man so Kinder ansprechen kann. Ich weiß es noch nicht. Wir haben Ideen, wir haben auch Rückmeldungen, die ganz zuversichtlich stimmend sind, aber das müssen die kleinen 10- bis 14-Jährigen entscheiden, ob sie sowas auch sehen wollen. Einspruch ist also die Sendung für jeden, der eine lockere Diskussion mit dennoch seriösen Argumenten zu einem interessanten Thema sehen will. Und gehen Sie ins Theater und nutzen Sie Ihre Abonnentenkarte, denn wenn Sie eine Abonnentenkarte haben, können Sie sich das ja fast nicht aussuchen, was Sie angucken. Sie brauchen sich überhaupt nicht zu schämen, aber gehen Sie auf jeden Fall hin. Einspruch kommt auch wieder nächsten Dienstag, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen. Kommt gut zurück, bis demnächst und tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss. Ich bin sicher, das war was für Sie. Am 30. April fand am Johann Sebastian Bach Gymnasium das Schulfest statt. Wie schon im Vorjahr organisierte Herr Klaus Tischer ein Showprogramm, worüber wir jedoch schon in dem Bericht über die Zirkus AG berichtet haben. Jetzt zeigen wir euch mal die anderen Sachen, die es noch am Schulfest gibt, damit ihr mal sehen könnt, dass es überhaupt noch was anderes gibt. Biotaschen, Kaffee und Tee, Jugend forscht, Süßigkeiten, Bücher, Essen zuhauf, Torwandschießen, Popcorn und ehemaligen Kaffee. Das sind nur einige Schlagworte, die das Schulfest am 30. April kennzeichneten. Das Geld, das eingenommen wurde, bekam die Schule bzw. der Verein der Freunde, der damit viele neue Bücher für die Bücherei kaufen sollte, um die Attraktivität des Lesens für die Schüler zu steigern. Höhepunkt des Schulfests waren einmal mehr die zahlreichen Auftritte verschiedener AGs. Herr Tischer organisierte nämlich wieder eine Show, bei der die Zirkus AG, die Stepptanz AG und die Jazztanz AG teilnahmen. Der nächste Schauplatz war die große Sporthalle, wo die Schüler bei den Lehrern Revanche für die Niederlage im Vorjahr im traditionellen Volleyballspiel nehmen wollten. Doch auch dieses Jahr genügte es nicht zum Sieg. Die Schüler verloren mit 1:2 nach Sätzen gegen die Lehrer. In einer anderen Sportart brillierten jedoch die Schüler. Cardi Cole präsentierte mit einigen Neuntklässlern eine Bauchtanznummer, die auf großen Anklang stieß. Kein Wunder, sieht man mal von Herrn Tischer ab, ist das Schulfest eigentlich jedes Jahr gleich und bietet wenig Abwechslung. Da kam die Bauchtanznummer gerade recht. Das ist schwierig. Gerade noch habt ihr sie in unserem Beitrag gesehen. Jetzt sind sie hier live, die Perlen des Sultans, und sie werden euch jetzt nun einen Bauchtanz vortanzen.
Zum Schluss einen schönen Gruß und an die Zuschauer von Bach TV. Richtig. Vielen Dank. Keine Ursache. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe eine Tanzschule, die immer für Sie da ist. Zum Beispiel mit dem Lamadee Aqua Service. Die Ihnen vom Rumba bis zum Fox alles Schritt für Schritt erklärt. Mit dem Lamadee Sympathie Service. Oder die für Sie jeden Sonntag eine Disco-Party veranstaltet. Mit dem Lamadee Party Service. Pünktlich ab 17 Uhr mit dem Lamadee Termin Service. Oder stellen Sie sich vor, Sie können nach dem göttlichen Tanzkurs an einem Abschlussball teilnehmen mit dem Lamadee Organisationsservice. Tanzen bis zum Umfallen, so leicht geht das. Tanzschule Lamadee M47 680 in Mannheim. Telefon 10 30 40. Ich freue mich sehr, dass ich den Schülern des Bach-Gymnasiums hier in Mannheim, offensichtlich eines der größten Gymnasien, meine Grüße übermitteln kann. Hallo, mein Name ist Roland Rapp von der Deutschen Angestelltenkrankenkasse Mannheim-Neckarau. Ihr habt gerade etwas von unserer Aktion Stargas gehört. Das bedeutet Stars gegen Alkohol am Steuer. Ja, Stars wie Bryan Adams, Elton John oder die Scorpions beteiligen sich an unserer Aktion, weil halt leider immer noch sehr viele Unfälle mit Alkohol am Steuer passieren. Kommt einfach mal vorbei und informiert euch bei uns über diese Aktion. Wir haben jede Menge Broschüren in diesem Zusammenhang. Außerdem können wir euch zum Thema Berufsstart oder Studienstart jede Menge Tipps geben und helfen euch bei allen Formalitäten. Also, bis bald. Hi Folks, ich heiße Sascha Spataro, ich arbeite bei RNF und ich grüße alle Zuschauer von Bach TV. Ich heiße Wolfgang Grünwald, ich arbeite auch bei RNF. Arbeiten, sondern ja, er ist dabei. Sascha, wir spielen Maskwasch, dann gebe ich dir die Antwort auf diesen Satz. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Das war der Zweck dieses Zwischenrufs. Ihr müsst euch merken, wenn ihr Interviews macht, ihr müsst den Gegner immer erstmal verwirren. Durch irgendeine Frage immer verwirren. Okay, ich hab's geschafft. Okay. Drecksau. Der Aktivposten für Mannheim und das Rhein-Neckar-Dreieck. Die MVV, die Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, weil es für Know-how keinen Ersatz gibt. Wasser, das Erfrischungsgetränk im Direktvertrieb. Wir gehen dem Trinkwasser auf den Grund. Modernste Technologien im Kampf gegen Umweltsünden. Aber Grundwasser geht jeden an, denn Wasser ist Leben. Zuverlässig und auf Kurs 2000, die MVV, Ihr Umweltpartner. Hello to all my fans and fans in Germany. One day I hope to be there. I understand many of my fans and friends. God bless you. I wish you good luck. I hope to see you soon. Welcome back. Jetzt kommt unsere Hauptverlosung. Und wir haben schon gedacht, wenn wir schon mal die Bautänzerin hier haben, dann können wir sie auch gleich auslosen. Das heißt, gibt uns jetzt noch der Herr Stürmer die Gutscheine. So, da freue ich mich sehr, Ihnen den Gutschein überreichen zu können für den Flug nach London und wünsche dem glücklichen Gewinner, den Sie beim Bach TV Gewinnpreisrätsel auslosen, viel Spaß in London. am besten beginnst du. Unser erster Preis ist nämlich, was wir zuerst machen werden, ein Tanzkurs bei Lamadee. Drehen vielleicht noch. So. Hier ist die Öffnung. Ja, so. Und dann, ich hab's auf. Nicht reingucken.
Nadine Hepp. Nadine Hepp ist da und hat diesen Tanzkurs gewonnen. Und zwar stehe ich mal drin, eine schöne Weihnachtskarte. Und das Poster auch noch. Danke. Mach gleich weiter. Wir haben nun nämlich von Stündeweg das gleiche zu verlosen. Auch ein Tanzkurs. Kannst du noch einen? Und zwar gleich zwei Stück. Hier der eine. Mal gucken, wer den jetzt gewinnen wird. Lies du auch vor. Janett Krussi. Das bist du. Vorher war die andere Janett dran. Ah. Ja, du wirst gleich morgen beginnen. Wirst gleich morgen beginnen. Wie alt, welche Klasse bist du? Fünfte, sechste? Fünfte. Na, vielleicht war das noch ein bisschen, oder? Mann. Trotzdem viel Spaß. So, noch ein weiterer von Stillbeck. Andrea Bauer. So ist es. Stillbeck, du weißt, wo Stillbeck ist? Ja. Wirst du auch tun, ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Nicht? Und trotzdem. Danke. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Duden-Lexika. Er will einen riesengroßen Duden-Lexika. So groß. Simone Waschig. Simone Waschig. Dein Wissen ist hier drin. So. Danke. Vielen Dank. Und kannst du ein bisschen für die Schule gebrauchen vielleicht? Ja. Gut. Danke. Der nächste. Das gleiche Geschenk, diesmal nicht das Vorführungsmodell. Entschuldigung. Nicht für dich auch, ja. Er hat... Heiser. Heiser. Viel Spaß damit. Ich bin hier. Du bist da. Kathi Koller haben wir schon vorhin gesehen. Und wieder eins. Ich glaube, der Wert ist, glaube ich, 60 Mark. Tanja Knapp. Und Tanja Knapp bekommt ihn. Guck, hat sich doch gelohnt, ein bisschen länger hier zu bleiben, ne? Vielen Dank. Viel Spaß damit, ne? Und wir beginnen wieder von dort. Wir haben doch noch ein bisschen, ja. Ein weiteres Duden, einen weiteren Duden. Nein, da war ich in der zweiten Zeile. Katharin Hecht. Die scheint wohl nicht mehr da zu sein, direkt also nachgeliefert, oder? Machen wir das so. Gut, das nächste. Ah. Noch einmal ein. Ja, ich meine, Mengenrabatt, ne? Claudia Hermé. Wahrscheinlich Herwe. Okay. Und wo stellst du denn hin zu Hause? Weiß ich nicht. Bitte? Weiß ich nicht. Weiß noch nicht, deine Eltern. Gut, tschüss. Danke. Und jetzt ist der große Moment gekommen. Oh. Londonflug, wo ist der Gutschein? Also. Du siehst es, okay. Ganz, aber bitte nicht Günter Jauch. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Der Ingo Schuster. Was sagst du dazu? Bist du gerührt? Thank you, great. Ja? Schon gleich im Lichtfieber drin, ja? Ja, genau. Mach mal auf, ob es auch drin ist. Aha. Ist drin. Jetzt mach ich deine Hände noch ein bisschen nass, nämlich diesem herrlichen Blumenschmaus. Vielen Dank. Viel Spaß in London. Danke. Es ist nur eine einzige Person. Wer nimmst du denn mit als zweites? Einfach so oder eine? Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh, Sekt jetzt auch noch. Sekt haben wir noch. Ich würde, geh lieber, Peschke. Sonst bist du nachher voll beladen, okay? Geh lieber, sonst bist du nachher voll. Okay, danke. Danke, danke. So, wir kommen jetzt dem Ende entgegen. Ihr wisst ja, Bach TV 3 ist die letzte Ausgabe von Bach TV. Und Tim Poirier hat nochmal einen so eine Art Rückruf gemacht, einen Rückblick über Bach TV. Nun zuerst sein Kommentar. Mein Kommentar läuft heute unter der Überschrift
I had a dream. Das famose Zitat kennt bestimmt jeder. Oder auch nicht. Normalerweise bin ich nicht der Mensch, der vor anderen Leuten über seine Träume philosophiert. Ganz im Gegenteil. Aber mein größter Traum war es, etwas zu schaffen, das sich sonst so sterile Anonymität im Zusammenleben zwischen Schülern und Lehrern verkleinern oder verschwinden hätte lassen können. Doch wie ich und so manch ein Revolutionär vor mir, musste ich feststellen, dass die Menschen, denen man versucht, etwas Neues, Außergewöhnliches und Verbindendes zu geben, einfach zu arrogant und unfähig sind, genauer hinzuschauen, sich Gedanken zu machen oder gar ein Lob auszusprechen über das, was wir in mühevollster Kleinarbeit geschaffen haben und auf das wir mit Recht stolz sind. Für alle die, die es noch nicht verstanden haben, wir haben versucht, eine Schülerzeitung auf Video herauszugeben. Sie hätte von und für beide sein sollen, Schülern und Lehrern. Beginnen wir am Anfang. Die erste Sendung, die Arbeit daran, war für uns auch eine Teilpremiere. Die Moderation dazu treten wir im selbstgebastelten Kulissen im kargen Elternsprechzimmer, die News vor einem Kleiderschrank mit einem weißen Bettlaken verhängt. Die Kopien fertigten wir selbst an. Es war verdammt schwer, sie an den Mann zu bringen. Wahrscheinlich hielten so oder so nur ein oder zwei 740stel bis zum Ende der Sendung durch. Das war ein glanzvoller Neuanstieg, nicht das, was der Locus ein Dreivierteljahr später zu bieten hatte. Eine Schülerzeitung gab es schon ein paar Mal zuvor in der ein oder anderen Region, in der ein oder anderen Schule unserer Region. Aber Schulfernsehen, noch nie davon gehört. Alles, was man vernahm, war der Hinweis, dass es der ein oder andere Lehrer gut fand oder dass in irgendwelchen Konferenzen beschlossen wurde, kollektives Schweigen darüber zu wahren. Sicher, die Qualität war nicht so brillant, wie auch wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber was erwartet der Reality-TV in HD und Stereoton schauende Zuschauer? Gut muss es sein und wenn nicht gut, dann besser. Aber nein, mehr als ein fröhliches Scheißqualität war bisher nicht zu hören. Lassen wir einige für ein paar Lehrer peinlich wirkende Situationsschilderungen aus und kommen gleich zur zweiten Sendung. Sicher, wir hatten es geschafft, mal kurz nach Köln zu fahren und Günther Jauch zu interviewen. Bestimmt auch ein kleines persönliches Vergnügen, aber hauptsächlich für Bach TV. Wir hatten es auch geschafft, ein zweistündiges Programm zusammenzustellen, das abwechslungsreich für jeden etwas bot. Ganz deutlich würde ich sagen, hat sich hier auch die Qualität verbessert. Aber nein, keiner hat das in mühevoller Kleinarbeit neu dekorierte Elternsprechzimmer gelobt. Die Dekoration ist übrigens noch vorhanden, durchlöchert, zerrissen und entweiht, aber bestimmt nicht durch Motten. Unsere Redaktion war in der Zwischenzeit auf vierstündige Mitarbeiter gewachsen. Wir hatten es geschafft, unsere Kassetten zu verkaufen. Doch auch das war diesmal ein Act mit Problemen. Nachdem wir nämlich mit unserem fahrbaren Monitor durch die Klassen gestiefelt waren, sozusagen auf Promotion-Tour, nahm uns Frau Schuld ins Gebet und teilte uns mit, dass Mann und Frau wieder kollektiv beschlossen habe, dass man es nicht dulden könne, dass der Unterricht für primitivste Werbung gestört werde und danach unter gar keinen Umständen normal fortgesetzt werden kann. Schade nur, dass uns das etwa 20 Lehrer zuvor, bei denen es scheinbar nicht der Fall war, nicht gesagt haben. Im Gegenteil, sie schauten mit zu und ließen ab und zu sogar mal ein lobendes Wort ab. Scheinbar haben diese Kollegen keine Probleme, ihre Schüler zurechtzuweisen, was sie sich erlauben dürfen und was nicht. Vielleicht organisieren die ihren Unterricht etwas besser und haben auch keine Probleme, mit der kleinen Unterbrechung fertig zu werden. Diese Lehrer kommen auch nicht unbedingt notorisch zu spät zu ihrem eigenen Unterricht. Geeinigt hat man sich dann nach einem langen Gespräch auf die Formel, wir zeigen unsere Werbung am Ende einer dritten Stunde im Filmsaal und der Lehrer, der sich mental darauf vorbereiten konnte, kommt mit seiner Klasse in denselbigen. Kritik an den Fragen, die wir Frau Benecke stellen mussten, mussten wir auch über uns ergehen lassen. Kein Problem eigentlich, denn mit Kritik können wir leben, mit sachlicher jedenfalls. Aber einfach zu behaupten, die Frage nach dem Gehalt oder dem Alter sei taktlos, ist schlichtweg niveaulos. Wenn der Gefragte darauf Antwort gibt, ist er selber schuld. Es geht wohl einigen Lehrern nur darum, dass ihre Autorität ja bestehen bleibt. Dieses Verhalten ist in meinen Augen absolut arrogant. Warum sollte nicht auch einmal ein Schüler an einer Schule etwas selbstständig ins Leben rufen und das auch noch gut machen? Es heißt wohl, was der Lehrer macht, ist gut. Alles, was gut gemacht wird, geht von einem Lehrer aus. Und wenn ein Schüler wagt, sich einmal auf die Befugnisebene eines Lehrers zu stellen, muss das unterbunden werden. Schade nur, dass man dabei vergisst, dass unsere Werbung für die Schule, übrigens das Bach-Gymnasium, für die uns keiner gedankt hat, bestimmt dazu beigetragen hat, sie in sämtlichen Mannheimer Zeitungen zu erwähnen und von Hamburg bis München berühmt zu machen. Außerdem auch dazu, den besagten Subjekten ihr Gehalt auszahlen zu können. Ohne dass hier gar keine peinliche Frage möglich gewesen wäre. Doch auch danach, wo wir schon mitten in den Dreharbeiten zu unserer dritten, die auch gleichzeitig die letzte Sendung sein sollte, steckten, kamen die nächsten Probleme auf uns zu. Wir hatten uns einen Schlüssel organisiert, um ständig Zugang zum Elternsprechzimmer zu haben, wo wir ja bekanntlich unsere Dekoration und unsere Kassetten lagerten. Nicht genug, dass sich der Lehrkörper nach oben bereits beschriebenen Kriterien furchtbar erregte, wie denn ein Schüler Zugang zu einem Zimmer haben könne, das ausschließlich für Lehrer und manchmal auch für Eltern reserviert sei. Und wie er um Gottes Willen einen Schlüssel haben darf. Man versteckte also der Einzige, der mit einem Schlüssel rumspielen darf, ist ein Lehrer, hinter der Begründung, wir könnten mit unserem Schlüssel hier ins Lehrerzimmer eindringen und Notenlisten verändern oder gar aus der Bücherei etwas entwenden und nahmen uns kurzerhand einfach weg. Schade nur, dass niemand auf die Idee kam, sich zu fragen, warum wir den Lehrern, die alle Zugang zum Elternsprechzimmer haben, vertrauen und unsere Kassetten im Wert von mehr als 2000 Mark im Elternsprechzimmer lagern und uns dann nicht einmal mit einem simplen Schlüssel vertraut wird. Außerdem weiß selbst bei unserer Direktion sprichwörtlich der Arsch nicht, was der Kopf macht.
So haben wir uns einen Schlüssel für den Zugang zum uns beinahe verwehrten Elternsprechzimmer ausgeliehen und ordnungsgemäß zurückgegeben und wurden prompt 3 Tage später in einem unverschämten Ton angepöbelt, warum wir ihn noch nicht zurückgegeben hätten. Schade nur, dass man sich noch nicht einmal für diese Behauptung entschuldigte, als wir sie richtigstellten, sondern uns einfach ignorierte. Doch trotz all dem machten wir weiter, trotz der mangelnden Unterstützung und der mangelnden Bereitschaft von Seiten der Schüler, uns zu unterstützen, sei es in Form eines Berichtes oder einer sachlich geäußerten Kritik. Wir drehten Berichte und zahlten die Fahrten nach Berlin oder Hamburg selbst. Wir fertigten die Berichte an, teilweise in stundenlanger Arbeit. Schade nur, dass keiner auf die Idee kommt, diese Arbeit zu würdigen. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es mir persönlich so leicht fällt, zu sagen, das ist die letzte Sendung, es ist die beste, wir haben dazugelernt, aber ich höre auf. Und wenn sich schon jemand würdigt oder gar anschauen möchte, dann doch wenigstens wir, die Bach-TV-Redaktion, Sebastian Gehr, Oliver Götzinger, Christian Nawal und meine Wenigkeit. Mein ganz besonderer Dank gilt folgenden Menschen. Denise Tschirpke für ihre Unterstützung und Kritik an meinen Machenschaften, Herrn Lage und Frau Benecke, die sich fast spontan bereit erklärt hatten, Studiogast zu sein, den Hausmeistern für ihre Verkaufs- und Versorgungsunterstützung, Marc Möst, und ganz besonders den beiden Sekretärinnen, Frau Langecke und Frau Benz, die es nicht leid wurden, uns hunderte von Kopien zu machen. Sprecht ihren Namen in Ehrfurcht aus. Gute Nacht, ihr Nachen, wo auch immer ihr gerade sein mögt. Danke. Herzlich willkommen bei Bach TV, dem neuen Schulfernsehen hier am Johann Sebastian Bach Gymnasium. Wir wollen euch von nun an immer über die interessantesten Vorfälle an unserer Schule unterrichten. Endlich ist es wieder soweit. Nach einer gut 4-monatigen Abstinenz sind wir wieder da. Hallo und herzlich willkommen zur 2. Ausgabe von Bach TV, dem... Unsere Redaktion, Sebastian Gehr, Moderator, Chefredakteur, Mitbegründer, Oliver Götzinger, leider nur Redakteur, trotzdem einen Applaus bitte. Fritjof Prestrich, Technik und Kamera. Christian Lawal, Redakteur und Kameramann. Norbert Otterhall, Technik und Computer. Genau, Marc Möst, Moderator Bach TV Junior und Redakteur. Applaus
Patricia Heitzmann, habe ich das richtig gesagt? Zweite Sendung News moderiert. Und meine Wenigkeit, Redakteur. Das war's mit der Ära Bach TV. Wir bedanken uns noch einmal bei jedem, der uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat. Und hoffen, dass es mal später ein paar Schüler geben wird, die das Ganze hier fortsetzen werden. Persönlich möchte ich noch hinzufügen, dass Locus, der eigentlich auch keine Konkurrenz ist, aber sich als Konkurrenz bezeichnet, es nicht sehr schön gemacht hat. Bach TV zieht alleine, ist ein bisschen schade. Dann auch noch ein Rechtschreibfehler, Informations mit S im Plural, im Englisch gibt es sowas nicht. Und dann irgendwie ist es, also, ein bisschen schade, dass sie so reagieren müssten, aber was soll's. Für eine Mark kriegt man alles los. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss. Wischt nun eure Tränen weg, denn nun kommt unser Bonustrack. Er lief am 8. Juli ziemlich genau um 19:20 in der Landesschau. Ich bin der Marc Müls, bin 13 Jahre alt und Redakteur bei Bach TV und moderiere die Rubrik Bach TV Junior. Ich heiße Sebastian Gehr, bin seit Oktober 92 Chefredakteur von Bach TV und Moderator der Sendung. Hallo, mein Name ist Tim Ponier, ich bin Redakteur und Mitbegründer von Bach TV. Die drei und ihre Freunde, sie sind die neue Generation von Schulreportern. Ständig auf Achse, auf der Suche nach den Neuigkeiten von morgen. Sie überfallen Englischklassen mitten im Unterricht, verdonnern ihre Mitschüler zur Mitarbeit. Umfragen, Statistiken, Meinungsbilder. Der Stoff, aus dem ihrer Ansicht nach Fernsehsendungen sind. Da werden Musiksäle zu Aufnahmestudios und nicht nur Flügel zurechtgerückt. Die Technik ist ausgeliehen, das Know-how den Profis abgeguckt. Die Unterstützung der Schulleitung ist ihnen inzwischen auch gewiss. Was bei der Sache besonders schön ist, ist, dass sie das alles selbstständig machen. Sie werden also nicht von irgendjemand angeleitet oder zensiert oder schikaniert, sondern sie machen das alles aus eigener Initiative, so wie sie das für richtig halten. Zu meiner Rechten begrüße ich die Klasse 9D. So werden Mitschüler zu Applausspendern und Deutschlehrer zu Pianistenstars. Wir werden gemeinsam hören von Sergei Rachmaninow, Polly Schinell. Kultur pur vor der Kamera. Und zu Hause bei Sebastian in der Nachbearbeitung. Naja, ein bisschen zu schwach, würde ich mal sagen, oder? Titelgrafiken aus dem Computer. Irren ist noch menschlich, doch nichts ist so falsch, dass man es nicht korrigieren könnte. Am schwierigsten ist eigentlich immer die Idee, wie man so einen Bericht macht, weil man will ja nicht immer gleich machen, man will ja irgendwie Abwechslung haben. Und da muss man halt überlegen. Also ich mache es eigentlich generell immer so, dass ich erstmal das Originalmaterial angucke, dann versuche ich eine Idee zu bekommen und dann schreibe ich auch schon Texten, alles in den Computer rein, tippe dann aus
Und dann mache ich die Bildszenen so lang, dass sie zum Text passen. Wenn er wieder los ist, los. Harte Arbeit ist das und unheimlich zeitaufwendig. Da gibt's dann doch schon schlaflose Nächte, in denen durchgeschafft wird. Es dauert Wochen, bis die Einzelbeiträge fertig sind. Die werden dann später zur Gesamtsendung zusammengestellt. Ein paar Tage später. Ein Sonderbus karrt Zuschauer an. Die Jungs von Bach TV haben das SDR-Studio in Mannheim für einen Tag bekommen. Hier soll die eigentliche Sendung aufgezeichnet werden. Die 40 geladenen Gäste erwartet ein vierstündiger Programmmarathon. Was nun folgt, ist Fernsehen in Reinkultur. Mit dabei die Jazz-Dance-Gruppe des Gymnasiums. Vom Band kommen Reportagen aus dem Schulleben. Und natürlich Talk mit Promis. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen zu tanzen? Was war denn da so der Stein des Anstoßes? Ah ja, ich war so auf so einem Fest, ne? Und da habe ich da halt so vier Paare gesehen, so größere, die Junioren, die haben da getanzt. Das hat mir halt gefallen und da habe ich dann auch angefangen. Marc, der Chef vom Juniorprogramm, zieht Zwischenbilanz. Bei den Dreharbeiten zu Bach TV 2 war ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt und dementsprechend steif war ich dann wohl auch ein bisschen, aber es ging eigentlich, es hielt sich in Grenzen. Und jetzt speziell bei dieser Sendung muss ich also sagen, dass ich ganz locker hier reingegangen bin und gesagt habe, gut, dann drehe ich das jetzt. Also ich habe versucht, dem ganzen Hauch von Routine zu geben und habe auch versucht, mich dann ein bisschen lockerer zu geben. Nicht so steif irgendwo nach einem Textkonzept zum Beispiel, sondern auch einen Hauch von Spontanität da reinzubringen. Weniger spontan, sondern gut einstudiert, die schuleigene Bauchtanzgruppe. Sie läutet den Höhepunkt der Aufzeichnung ein. Die Verlosung einer Flugreise nach London, wie im richtigen Fernsehen. Spannung im Publikum. Londonflug, wo ist der Gutschein? Glückliche, sprachlose Gewinner. Ja, schon gleich. Aber die wahren Sieger, das finden auch die Mitschüler, sind die, die alles trotz vieler Schwierigkeiten über die Bühne gebracht haben. Die Macher von Bach TV.